Grüß euch zum Biertauer Podcast Nummer 253. Heute mit Horst, Jana, Johnny, Gregor, Flugmodus und Stefan. Und genau, wir befinden uns in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle, sowie auch an unsere Flatterer. Jeder Flatterer. Und hier kommt die Klebemonster-Huldigung. Vielen Dank an die Bleistiftspende von Klebemonster. Klebemonster, lebe hoch. Ja. Noch 3 Folgen. Genau. Wir schreiben heute den Montag, 25. April, also heute ausnahmsweise Montag. Ja. Und es ist draußen Schirch, deshalb sind wir drinnen beim Kalb und nicht im alten Kalb. Genau. Kommen wir zum Teaser? Ja, Teaser. Teasern wir. Ich fange gleich an, ich habe ein Buch mitgebracht, nämlich Economics, und das ist ein Comic über Wirtschaft und alles, also die allumfassende Wirtschaftstheorie und Ursuper. Und ich werde urlang davon erzählen. Genau, noch eine Wirtschaftstheorie. Und ja, das war's im Wesentlichen. Ich spreche heute über den Tod. Ist schön. Du warst persönlich. Nein, noch nicht, aber war fast. Was schon grob liegt. Ja, ich rede vom Erdbeben. Mir fällt nichts an. Okay, ja. Ja, ich erzähle über Die dunkle Seite des Mondes, ein Roman von Martin Sutter, vielleicht, wenn ich dazu komme. Und ein Film von David Lynch und Werner Herzog in Co-Produktion, My Son, What Have You Done? Ja, das... Also ich könnte über ein Tech-Thema was erzählen, wenn ich noch darf. Ja. über diesen Flickr-Code, der beim Online-Banking verwendet wird, habe ich mich ein bisschen beschäftigt, aber ja, sonst werde ich nur mich einfach beteiligen, was ihr so erzählt und kommentieren. Und ich werde das Ganze mitkritzeln zum ersten Biertauer-Podcast Sketchnote. Sehr cool. Super. Okay, das heißt also, wenn du mitzeichnest, dann gebe ich dir direkt ein paar Stichwörter, über die wir dann zwar nicht reden, aber dann bist du schon mal beschäftigt. Ein Elefant. Ich zeichne in Echtzeit. Oh, das will ich sehen. Elefant. Aber du hast doch hoffentlich auch die Fritz-Lang-Filme gesehen, oder? Nein. Ach, was weiteres? Ah, nicht nur den Podcast, fast vergessen, aber... Dann rede ich halt alleine drüber. Nein, ich kann ja mitquatschen, weil einen habe ich ja sowieso gesehen, den du auch gesehen hast, nämlich den Dr. Mabuse. Das Erbe des Dr. Mabuse, nicht den ersten Stummfilm. Ja, genau. Ja. Warum eigentlich nicht den ersten? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich kann noch nachtragen, ich glaube, ich habe nicht erzählt vom sowjetischen Video-Arcade-Game-Museum letztes Mal, oder? Das nur, dass du da warst. Ja, ich könnte ein bisschen mehr drüber erzählen heute. Gut. Termine? Termine. Wir haben auf der Terminliste 2 Termine, und zwar die Linux-Wochen Wien, 28.04. bis 1.05. Programm ist online und wird verlinkt. Und den zweiten Termin von 6.05. bis 7.05. gibt es in Wien wieder ein Rails Girls Vienna Event. Das ist also für unsere Zuhörerinnen, die mit dem Programmieren beginnen wollen, gibt es in Wien einen zweitägigen Workshop. Ferner zeitgleich mit Linux-Tage Wien ist Linux-Tage Graz, sagt man auch. In Graz, Eva Joanneo. Der kommt jetzt. Ja, ist dieses Wochenende, ja. Also gerade wenn der Podcast draußen ist, hoffentlich ist er am Freitag schon draußen, dann fangen die schon an. Mittendrin in den Linux-Wochen kommt der Podcast raus. Vielleicht diesmal beeilen. Gut, das waren die Termine. Dann fangen wir mal mit dem nerdigsten Thema an zuerst. Erdbeben. Na, das nerdigste Thema hattest du die Flickr-Codes. Okay. Was ist ein Flickr-Code? Eindeutig. Ich kann nur erzählen, ich habe beim Bank beantragt, das Interesse, einen Card-Tan-Reader. Ich weiß nicht, ob man es kennt, Card-Tan. Ich kapiere gerade Tan, das sind doch die kleinen Nummern, die ich auf einem Zettel kriege. Na, früher waren sie auf dem Zettel, gibt es ja schon länger nicht mehr am Zettel. Doch, ich habe die immer noch am Zettel. Und dann bist du bei einer exotischen Bank. Und bei der PSK. Okay, die haben sie schon noch. Dann weiß ich, wo ich Wing wechseln muss. Das ist so, die Zettel. Früher, die erste Version waren ja am Zettel. Ja. Da konnte man noch beliebige Tans verwenden. Also genau, das kann ich. Eine ein und du hast dir eine beliebige aussuchen können. Nein, ich kriege das immer vorgegeben. Genau, ist dann die zweite Serie zu verwarten, nachdem es etwas unsicher ist, dass jemand das dann halt klauen kann. Oder, ich meine, ich weiß nicht genau. Phishing. Genau, Phishing, dass du halt
nicht jede beliebige verwenden kannst, sondern eine bestimmte. Sagen Sie mir die dritte von oben. Ich weiß nicht genau, ich habe das nicht. Die ersten drei Zahlen sind vorgegeben und die letzten vier muss ich dann richtig ausfüllen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was dann. Ist das auch wegen Phishing oder warum wurde das dann abgeschafft eigentlich? Oder ist das naja, es ist im Prinzip. Ja, die wollten einfach davon weg, wie man von dem ganzen Papier kam. Und jetzt kommt das Nächste. Auch da war Phishing mehr oder weniger schon ein bisschen möglich. Weil man konnte es eingeben und der Benutzer, da konnten die Daten abgefischt werden. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, jetzt kommt es, jetzt kommt die erschreckende Wahrheit. Und zwar hat das damit zu tun, hat das damit zu tun, im Prinzip ist das nichts anderes als die Beweisumkehr bei Überweisungen bei der Bank. Das heißt also, die Bank kann jetzt sozusagen nachweisen, ja, das warst du. Also im Missbrauchsfall, wenn jetzt eine Beweisung... Das hast du letztes Mal schon gesagt, dass die Beweislastumkehr jetzt ist. Ja. Und aber da war es wegen was anderem, ich weiß gar nicht mehr, weswegen habe ich es beim letzten Mal gesagt. Ich glaube, da ging es um Kreditkartensache. Also ach so, ja, genau. Wenn was auf deiner Rechnung drauf ist, mit deiner Kreditkarte bezahlt. Ja, im Prinzip, ja, das Banken ist... Banken sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, genau, weil wer glaubt denn jetzt, dass das sicherer sei? Das ist, ich weiß nicht, du hast dich mit beschäftigt, jetzt bin ich gleich... Ich wollte kurz die Geschichte weiter anreißen, danach kam ja was... Das, was ich heute kannte und bei den meisten Banken, glaube ich, noch gang gäbe, ist das Mobile TAN per SMS. Mhm. Das heißt, du bekommst vor jeder Überweisung eine SMS auf dein Handy. Da ist der Gedanke dahinter, das ist ein zweites unabhängiges Gerät. Das heißt, falls der Angreifer irgendeine Schadsoftware auf deinem PC hat, dein Handy hat er hoffentlich nicht auch unter Kontrolle, sondern das heißt, du müsstest der zweite Faktor halt, also das zweite Sicherheitsfaktor. Steht dann auch gegebenenfalls in den Bedingungen drinnen, dass das nicht das gleiche Handy sein darf, das man verwendet fürs Online-Banking, wenn man denkt. Genau, das ist nämlich ein Punkt, den ich auch sehr kritisch sehe. Die Banken, zumindest ich kenne es jetzt nur anhand meiner Bank, die haben auch eine Mobile-Banking-App, wo du halt deine Kontostand, Transaktionen auch, also du kannst auch Aufträge erteilen in dieser App, die du auch mit einem TAN absegnest und diesen TAN bekommst du halt dann per SMS auf dasselbe Handy. Und das ist dann, da hast du dann keinen zweiten Faktor mehr. Wenn du eine App auf dem Handy hast, die dein SMS abfangen kann oder eine Schadsoftware hast, dann ist dieser zweite Faktor nicht mehr gegeben. Und zudem ist SMS ja prinzipiell nicht ganz das sicherste Verfahren. Also es gab ja schon, also von Dennis lacht gerade. Also, nein, überhaupt nicht. So Sachen wie, man kann ja, also es muss jetzt gar nicht der technische Angriff sein, einfach Social Engineering bei einem Netzbetreiber eine Ersatz-SIM beantragen oder ich bringe dich dazu, eine App auf deinem Handy zu installieren, dass SMS, also die SMS-Berechtigung hat und einfach SMS weiterleitet im Hintergrund an mich, oder es gibt verschiedene Wege. Und das neueste, also eines der neueren Verfahren und technisch gesehen halt sichereres Verfahren, ist das Card-TAN-Verfahren. Und das, also die Idee dahinter ist, dass der TAN nicht mehr irgendwie zu dir übertragen werden muss. Vorher wurde er übertragen, entweder auf Papier oder per SMS oder jetzt oder in Deutschland gibt es auch per App. Und beim Card-TAN-Verfahren wird der TAN in deiner Bankomatkarte erzeugt. Also deine Bankomatkarte bekommt Transaktionsdaten, damit er nur für diese eine Transaktion gültig ist, musst du irgendwie die Daten der Transaktion auf die Bankomatkarte übertragen. Die berechnen dann eine Signatur mit ihrem Private Key, hasht es irgendwie und dampft es zusammen auf einen Zahlencode, den man halt leicht eintippen kann. Und die Bank macht im Hintergrund dieselbe Berechnung und kann dann verifizieren, ob das wirklich von der Bankomatkarte gezeichnet wurde. Mhm. Also von der Idee her, also kryptografisch sicheres Verfahren, und du hast halt keine Wege, du hast keine Übertragungswege. Aber wenn jetzt jemand die Bankomatkarte stiehlt? Ja, die Bankomatkarte kann ich dir klauen. Und dazu muss ich aber immer noch deine Online-Banking-PIN wissen. Und ich weiß nicht, ob es bei manchen Verfahren auch notwendig ist, eine PIN für die Karte einzugeben. Bei unserer, also in Österreich anscheinend ist das nicht der Fall. Weil ich muss die PIN eingeben. Du musst die PIN eingeben. Und aber ich muss sagen, also das ist das Prinzip. Und damit habe ich mich aber noch nicht im Detail beschäftigt. Also ich habe jetzt den Karte bekommen. Und ich habe mich nur mit dem ersten Schritt beschäftigt. Und zwar, wenn die Karte diese Signatur erstellen soll, muss ja irgendwie die Transaktionsdaten an die Karte übermittelt werden. Und das ging in früheren Versionen bei deutschen Banken so, dass man das halt von der Website abgetippt hat und auf den Cardreader halt also über SMS-Schreibweise eintippen musste. Mhm. Oder halt den Betrag und die Kontonummer und so Dinge. Und um das zu bequemer zu gestalten, wurde so ein Verfahren entwickelt, dass man auf der Webseite so einen flickernden Code anzeigt. Das sind so vier Balken, die flackern.
Es geht so, steht sogar so eine kleine Warnung dabei für Epileptiker, weil das so nur da hinschauen. Und man bekommt von der Bank so ein physisches kleines Gerät, wo man die Bankomatkarte hineinsteckt. Und auf der Rückseite hat es 5 so kleine Fotosensoren, das hält man wirklich an den Bildschirm. Das also liest dann. Ein QR-Code-Reader. Ja, genau. Es ist eigentlich im Endeffekt warum nicht QR-Code, aber wahrscheinlich ist QR-Code. Genau, QR-Code ist wahrscheinlich teurer zu umzusetzen. Also, nach einem Smartphone mit einer App wird es so leicht umzusetzen, aber wenn man ein billiges Hardware-Device bauen möchte, so 5 Fotosensoren, hat man leicht einmal ihn verbaut. Also, vermute ich jetzt aber mal. Wieder eine Schwachstelle an der Übertragung von dem Device zur Karte. Ja, das könnte jemand. Ein Kontakt, den ich mit dem Scanner und dem Display dazwischen halten. Also, das ist. Mir jetzt interessiert, wie dieser, also jetzt im ersten Schritt, wie dieses Flickr-Verfahren funktioniert. Mhm. Aber zum Thema Sicherheit, du bekommst, also dieser Karte, der liest das von diesem von Bildschirm ab, du musst das nicht mehr eintippen, aber der hat ein eigenes Display, das heißt, du bekommst dann auf dem Display nochmals Überweisung an Kontonummer, Betrag, und dann, wenn du das mit OK bestätigst, dann bekommst du deine TAN angezeigt und die kannst du dann auf der Webseite eintippen. Wie bestätigst du das mit OK? Der hat auch noch eine Tastatur? Der hat eine Tastatur und ein Display, also das, mhm, das Gerät auch mit, kannst du nachher zeigen. Okay, ich fotografiere es dann. Ja, und ich habe nur, ich habe nämlich vorher, das Interessante ist, also erstens zur Sicherheit, es soll ja sicherer als Mobile TAN sein. Ich habe das bei der Bank bestellt, man kann das auch gleich online aktivieren. Also erstens, man muss das Gerät selber zahlen, ja. Das ist nicht so kundenfreundlich. Also ich glaube, ich ein bisschen bei mir war es kostenlos. Bei meiner Bank nicht, also ich habe das um 11 Euro. Ich glaube, es ist billiger, als wenn man es neu kauft, also die schützen es irgendwie, aber es ist halt nicht ganz gratis. Und das Zweite ist, ich habe das aktiviert, ich möchte jetzt eine Card TAN und habe dann gesehen, es gibt immer noch den Fallback-Button, ja. Mobile TAN. Also immer wenn ich mein Karte dann nicht, weil der Nachteil ist ja, du brauchst ab jetzt immer ein Gerät, das du bei dir haben musst. Ohne dieses Gerät kann ich jetzt keine Transaktionen tätigen. Leg du mal am Tisch, wie groß ist das denn? Ja, warte mal, ich habe es eben gesagt. Und das Zweite, also ich kann schon verstehen, dass es aus Customer Care Sicht natürlich unangenehm ist, wenn Leute anrufen, sie können nicht überweisen und sich beschweren. Deswegen gibt es ja dann ein Fallback auf Mobile TAN. Das sieht ja. Sicher ist sicher. Mhm. Also meine sieht ein bisschen besser aus. Ja. Wie ein Taschenrechner, ist plus Security. Also das ist so, vom Design her zumindest. Das ist eine alte Karte. Aber genau, und das, wo wir stehen geblieben? Genau, also die erhöhte Sicherheit bringt doch gar nichts, wenn ich immer noch den unsicheren Weg auch gehen kann. Also als Angreifer wähle ich immer den schwächsten Angriffspunkt. Also, da mit einer Kunde beim Kunden ist, man kann das, da muss man aber in die Filiale gehen, da kann ich wirklich Mobile TAN ganz deaktivieren lassen, aber dann weisen sie sich auch darauf hin, dann bist du aber selber verantwortlich, dass du Ersatzbatterien im Haus hast oder dass du ein Ersatzgerät im Haus hast oder ähnliche Dinge. Und das Zweite ist, ich habe dann eben, als ich mal kaufen musste, auf Amazon geschaut, dass da gibt es ja diverse Geräte und dann viele auch gefunden, die eleganter aussehen und vielleicht auch kleiner sind, aber dann wieder da in den Kommentaren gesehen, funktioniert nicht für Österreich, nur für Deutsche Bank. Ja. Und deswegen hat es mich interessiert, was für einen Standard die verwenden oder ob das ein Standard ist, weil in Deutschland heißt es nämlich nicht Card-TAN, sondern Chip-TAN, also so wie es vermarktet wird, oder Smart-TAN bei manchen Banken. Und tatsächlich ist es so, dass dieses optische Verfahren, mit dem diese Daten übertragen werden, ident ist. Aber nur, wie man die Daten enkodiert, damit man sie anzeigen kann am Display, weil es gibt ja verschiedene Fälle. Also die Software. Also ich kann ja zum Beispiel bei mir eingestellt, dass ich auch beim Login einen TAN brauche. Da habe ich ja nur ein Feld, da steht halt nur Login. Wenn ich zum Beispiel Überweisung habe, habe ich ein Ziel und einen Betrag. Wenn ich irgendwas anderes habe, vielleicht 3 Felder und die sind unterschiedlich benannt. Also dieses, damit der Card wieder weiß, welches Label er anzeigen soll, haben die ein Protokoll definiert, wo es bis zu 6 Datenfelder gibt. Und halt 6 Labels, die entsprechend angezeigt werden. Und damit er weiß, welche Labels da angezeigt werden sollen, ist dieser Startcode, den man auf der Webseite angezeigt bekommt, die ersten 3 Ziffern sagen immer, welcher Geschäftsfall das ist. Und der ist halt echt nicht genormt. Oder man schon genormt, aber halt für Österreich, für Deutschland. Also diese Card-Reader-Hersteller haben es da vermutlich schwer, da irgendwie Geräte herauszubringen. Und für das Ding brauchst du eine Batterie auch noch? Da sind 2 Knopfzellen drinnen hinten, ja. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir versucht, Dokumentation zu besorgen und habe diesen Flickr-Code auf einer Webseite, also einen Flickr-Code-Generator selber nachgebaut. Und da kann man jetzt beliebige Texte eingeben und auch selber so Flickr-Codes generieren lassen und sich das Ganze mit dem Karten auch lesen. Generiert er auch, kannst du auch dann TANs dadurch generieren lassen? Also, wenn ich jetzt, kann jeder Hörer auch ausprobieren, das ist cardtan.zwenk.at. Du kannst beliebige Daten übertragen und dann wird auch eine TAN angezeigt, aber diese TAN, also erstens würde ich die TAN niemandem geben, also prinzipiell würde ich niemandem eine TAN geben, der mich danach fragt. Und zweitens,
diese Bankomatkarte signiert die Daten, aber ich kann damit nichts anfangen. Ja. Also die Karte erstellt dann brav eine Signatur mit den Daten, die ich reinschicke. Aber es hat halt keinen Sinn, solange die Bank, also solange die Bank nicht dieselbe Rechnung macht und das nicht passt. Also solange es nicht zu einer Transaktion gehört, ist es eine Tarn, die halt ja, sinnlos ist. Also und was ist jetzt dein Fazit von der ganzen Technik? Du sagst, das ist insofern sinnlos, weil man sich eh auf Wunsch eine weniger sichere Methode aussuchen kann. Es ist sicher. Also es ist dann sicher, wenn man sich bei der Bank alle anderen Methoden deaktivieren lässt. Okay. Und sofern es keine anderen Schwächen gibt, das kann ich morgen noch nicht sagen, dann ist es schon deutlich sicherer. Und deutlich sicherer als diese Tarnsysteme. Als alle anderen, würde ich sagen. Okay. Und die, also dasselbe Verfahren wird ja auch bei Transaktionen, bei Zahlungen verwendet. Und das ist ja schon lange, also, das, also der, die Intention für den Angreifer gibt es schon lange, seit es chipbasierte Karten gibt. Wenn ich das knacken könnte, dann könnte ich also mit einer Karte Geld abheben. Mhm. Und das ist bis jetzt nicht geknackt. Also der, die Intention ist ja da, und, also die Incentive wäre da. Also das vermute ich, dass das auch ein sicher, also ich hoffe, dass es sicher umgesetzt ist. Und der größte Faktor ist da immer jetzt der Faktor Mensch, der übrig bleibt. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen gegoogelt und da habe ich gesehen, Chip-Tan wurde geknackt, ja. Mhm. Dann habe ich den Artikel gelesen, ja, jemand hat dich per Phishing-Webseite aufgefordert, das und das einzutippen und dann den generierten Tan in diese Webseite wieder einzugeben. wenn ich sowas mal mache, das ist kein Knacken. Also nicht nur mit Flickercodes. Geben Sie tippen, bitte Ihr Passwort in diese Box. Da steht nämlich da drinnen ein Betrag, 5.000 und eine IBAN und du drückst auf OK und gibst den Tan freiwillig, einmal dann hast du es aber verdient. Ja. Okay. Ja. Aber das ganze Verfahren ist offen oder beruht das auf Geheimhaltung? Oder das, was ich jetzt beschrieben habe, weil wir jetzt nur das Verfahren, wie die Daten auf den Reader und vom Reader in die Karte kommen. In der Karte selbst läuft ein Applet, also eine Smartcard-Applikation. Das ist nicht dieselbe, die Zahlungen macht, sondern ist auch, die nennt sich CAP, also Card Authentication Protocol, ist auch von Mastercard, also wie auch die Maestro-Applikation. Und da gibt es, es gibt von den EMV, also diese übergreifende Spezifikation, diese Karten, diese Bezahlkarten spezifiziert, gibt es da die allgemeinen Beschreibungen, aber die einzelnen Implementierungen von Mastercard, Visa und dergleichen, die sind nicht öffentlich. Und man findet zum Teil Sachen im Netz, aber zu diesem EMV-Cup habe ich noch nichts gefunden. Und im Gegensatz zum, also ich habe leider kein Device, mit dem ich diese Kommunikation da abhören könnte zwischen den Kontakten der Chipkarte. Das wäre so der nächste Schritt, ein bisschen herauszufinden. Weil nämlich rein technisch würde nichts dagegen sprechen, das, was dieses Device hier macht, auch selber per Software umzusetzen und mit einem Kabel zu Hause am PC zu machen. Aber dann verliere ich halt die Sicherheit, weil dieses Gerät ist vermutlich sicherer als ein PC, weil da will man nicht so schnell ein Virus drauf installieren oder keine Internetverbindung, das ist ein möglichst dummes Device. Ich würde dem widersprechen, ich sage dann nur Wahlautomaten. Ja, ne, aber trotzdem, desto höhere Komplexität ist immer höhere Angriffsfläche. Also ich würde schon sagen, dass prinzipiell das Vorgerät. Es hat solange es kein Moment mal, hat, hast du nicht gesagt, du hast es auf eBay gekauft? Na, das habe ich bei meiner Bank gekauft, deswegen ist es so gebrandet. Aber, aber man kann es auch auf eBay kaufen. Siehst du? Das wäre das nächste. Das wäre das nächste. Ja, da drinnen eine kleine. Hey, ihr habt so eine Idee. Aber euch ist schon bewusst, wenn jetzt so ein Fall in den nächsten Monaten auftaucht irgendwo, dann ist es sehr bald hier die Quelle. Wir gelten dann vielleicht als Informationsquelle, aber nicht als die Quelle, die es gemacht hat. Es ist ja ganz klar, wer von uns sechs hier der Experte zu dem Thema ist. Dass wer in den Knast geht. Ich kaufe dann den Gregor eine Vorstellung. Wir zeigen nicht mit Fingern auf Leute. Aber stimmt, also, das heißt, das ist ein Punkt. Wichtig ist, dass man so Geräte verwendet, wahrscheinlich aus vertrauenswürdiger Quelle. Und das zweite ist eben, ich glaube halt nicht, dass sich so schnell durchsetzen wird, weil das ist ein physisches Gerät. Das muss also, wir haben sie fotografiert für Leute, die Shownotes nicht anschauen. Das ist ein bisschen kleiner als Johnny's Handfläche. Vielleicht doch nicht auf die, in die Shownotes. Genau, wie ein kleiner Taschenrechner. Sagen 5x5 cm mal 5 mm. Ja. Was mich ein bisschen wundert, ist doch, wie groß das ist. Ich frage mich, ob man das in die Karte auch reinkriegen würde, alles, was das jetzt kann. Du meinst die Karten, diese Geräte? Nein, es gibt schon Karten mit Display. Aber noch nicht mit optischen Reader hinten. Ja, da müsstest du aber eintippen halt auf der Karte. Genau. Das wird schon gehen, glaube ich. Aber ich schätze auch, das ist ein Kostenfaktor. Sicher, ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich. Aber ich meine, ich muss auch sagen, SMS-TAN ist ja immer noch sehr sicher. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher mit der Beweislast, wenn es jetzt was gibt. Aber Banken würden sie nicht großflächig einsetzen, wenn es zu ihrem
schaden wir? Naja, sagen wir mal so, für die Banken, also im Prinzip ist das nichts anderes als eine Risikorechnung für die Bank. Die Bank möchte natürlich das geringste Risiko haben. Wenn der Kunde das Problem hat, ist denen das wurscht. Das heißt also, wenn die Leute Android benutzen oder iPhones und oder ähnliche Geräte, dann ist das deren Schuld sozusagen. Weil im Endeffekt, ja, wenn der Benutzer halt was Unsicheres benutzt, da kann die Bank nichts für. Und in diesem Fall wäre es auf jeden Fall von den Gerichten wahrscheinlich eher zu erwarten, dass sie auf der Seite der Bank sind. Ich denke mal, solange es wirklich ein extra Gerät ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja geringer, dass wirklich beide, also ist ja immer noch ein zweiter Faktor ein Handy. Ja. Vielleicht wäre ein billiges Feature-Phone ohne Smart-Funktionalität vielleicht ein bisschen sicherer. Ja, genau. Aber eben im Hinblick auf die Tatsache, dass man Banking am Handy macht, ich weiß nicht, ob man es wirklich macht oder ob es nur die Banken uns einreden, dass wir es alle machen wollen oder sollen. Da ist nämlich dann, wenn man da geht die Richtung, wie man es in Deutschland schon gesehen hat, da gibt es die ersten Banken, die jetzt eine zweite App als zweiten Faktor verkaufen. Ja. Das sind zwei getrennte Apps, die sind getrennt voneinander und sicher. Und da haben wir ja gesehen am letzten Chaos Communication Kongress, da war der eine Talk, ich weiß gar nicht von wem, aber der damals Sparkassen-Tarn-App da gezeigt hat. Mit sehr einfachen Mitteln, wie man das. Also das Smartphone ist ja eine Plattform, die ist sehr komplex, da kann man sehr leicht Schadsoftware einschleusen und es wird nie 100% sicher sein. Also und so habe ich immer noch zwei Geräte, ein Smartphone und ein PC und der Angreifer müsste beide haben. Oder ich bin so leichtgläubig und lasse mir von der Phishing-Seite einreden, dass ich mir jetzt auf meinem Handy jetzt diese App installieren muss und am PC diese Webseite aufmachen muss, dann ja, war das dann wieder Benutzerfehler. Ja. Der Flickercode, ja. Aber auf der Seite, diese katern.at, ich habe die Seite so gebaut, da sieht man auch sehr schön, wie dieses Protokoll die Daten halt wirklich überträgt. Mhm. Das ist einfach der erste flickernde Balken, gibt einfach einen Takt vor. Der Timecode. Genau, wenn man es langsamer dreht, sieht man es sehr schön. Und immer wenn der erste Code auf 1 geht, wird wieder ein halbes Byte übertragen. Und die anderen Bytes sind einfach so 1, 2, 4, 8. Und da sieht man immer, so jetzt überträgt ein F, jetzt ein 0, jetzt ein 2. Mhm. Das war so zum Lernen für und mich. Und wie weiß man, ob ein Loop fertig ist von dem Flickercode? Also du auf der Bank, im Normalfall auf der Bankenwebseite, zumindest auf meiner Bankenwebseite, merkst du es gar nicht. Es flickert auf keine Endlosschleife. Mhm. Du hältst das hin und das sagt das Gerät Suche anfangen. Mhm. Und technisch ist es so, dass es gibt einen Initialisierungscode, das sind 0FF, ja, ja. Und das Protokoll ist so aufgebaut, dass 0FF innerhalb der eigentlichen Nachricht nirgends vorkommen darf. Also es ist ein 0FF kann nicht vorkommen. Eigentlich ein bisschen wie telegrafieren, ne? Ja, also immer wenn 0FF kommt am Anfang und danach kommt die Nachricht. Was auch interessant ist, dieses eigentliche Protokoll hat keinerlei Prüfsummen oder sonstiges, also der überträgt es einfach und erst dann, also auf einem höheren Level, also in dieser Codierung, wo ich vorher erzählt habe, da gibt es dann diverse Prüfsummen, wo ich dann schaue, okay, das kann nicht stimmen, das ist falsch und so weiter. Dann, da steht halt Übertragung ungültig und er versucht es erneut einfach. Ich denke mir, das müsste sich ja auch musikalisch umsetzen lassen. Also, das sind ja nur fünf verschiedene Hefe von Balken, Ton, ja. Oder wie viele? Sechs verschiedene Balken. Na, fünf Balken, vier davon sind zu Daten übertragen und der erste und halt zum Takten. Das heißt, du bräuchtest eigentlich nur vier verschiedene Töne, vier verschiedene Höhe-Töne. Aber willst du, dass deine Banking-Webseite dir das vorsingt? Und da schalten sich dein A und dein F gleichzeitig. Wo ich es das erste Mal auf deiner Seite gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja ein optischer Akustikkoppler, also ein Optokoppler sozusagen. Da hat es ja die Zeiten gegeben, wo man so mithören hat können, nicht am Anfang. Jetzt hängt das ja ein und so Sachen. Und das Zweite, was man dann gedacht hat, ist die Signalübertragung halt so zwischen Schiffen und so weiter mit Lampen. Nicht? Das heißt, das aber im Prinzip war das Amor. Oder ähnliche Signale. Und das sehen wir vorne, ist was mit den Flaggen. Ich versuche jetzt ein bisschen drüber nachzudenken, ob es sicherer ist als Barcode. Ich glaube eigentlich nicht. Barcode hätte den Vorteil, dass er reicht, ein Bild aufzunehmen. Hier muss man ein Video aufnehmen. Aber auf der anderen Seite, was ich so gesehen habe, jetzt sind das so ungefähr 4 Bit pro Sekunde. Also 4 Bilder pro Sekunde und das kannst du mit einer Kamera locker. Ja, ich meine, die wollten vermutlich. Das ist nicht die Sicherheit. Das ist nicht die Sicherheit, ja. Das ist auch nicht intendiert. Also, es wird sicher das Argument, das du gesagt hast, das ist billiger, 5 Opto-Sensoren unten. Ja. Und ich habe geschaut, das dürfte auch nichts international Genormtes sein. Also, diese erste Implementierung, man findet den Artikel eher, ich glaube, in einem lokalen CCC-Wiki irgendwo in Deutschland habe ich es gefunden. Ich habe es auf meiner Webseite verlinkt. Und vorher habe ich irgendwie nichts dazu gefunden. Also, es dürfte wirklich, glaube ich, aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum kommen.
Also die haben sich dieses einfache Übertragungsprotokoll ausgedacht und darauf halt dann die ganzen Details in das Papier. Du hast jetzt schon wieder nach Jungs. Es gibt noch lass andere Leute, mit denen... Lass das bisschen mehr Horst. Das ist so cool. Du darfst dann ganz lang über Fußgelang erzählen. Ich bin eh schon am Ende. Also ich bin schon am Ende mit dem Thema und noch nicht mit den Nerven, aber... Ich werde das intoleranter, werde ich. Aber du musst mit der App am CCC bewerben. Ganz klar. Ich meine, das macht dann noch nichts viel. Ich meine, ich kann noch vielleicht mehr erzählen, wenn ich mehr darüber weiß. Genau. Also ich kann den Horst jetzt regelmäßig da ärgern mit meinen langen Tech-Themen. Ja, ich krieg's dann zuerst. Ich bin eifersüchtig, dass du dich mit Dingen schon auskennst, von denen, mit denen ich mich nicht nochmal beschäftigt habe. Immer wenn du da bist und Tech-Themen aufkommen, habe ich mal ausnahmsweise keine Ahnung. Ich meine, was ich noch erzählen könnte, ist, das Ganze ist eine Webseite. Und wie man jetzt gesehen hat, ich habe sie am Flugmodus aufgemacht und auch auf der, es schaut ja aus wie eine App. Ich bin damit beschäftigt, erst mit JavaScript und mit AppCache, wobei ich dann gelernt habe, AppCache ist schon obsolet, aber wie man Webseiten quasi offline oder möglichst App. Da fällt das dann in diesem Material Design raus irgendwie. Wenn man es auf Android macht, zum Beispiel, dass diese Webseite, also diese Webseite auf dem Desktop ablegt und sie dann öffnet, dann verhält sie sich wie eine App. Sie ist auch in dieser Recent Application Liste wie eine eigene App, also nicht im Browser. Das schaut wirklich ziemlich gut aus. Ja, und es funktioniert auch im Internet. Also es, ja, es ist halt... Ja, ist eine Website. Genau. Also das, da merkt man, das ist diese Bestrebung, Webseiten oder Web-Apps so zu gestalten, dass sie mit nativen Apps irgendwie mehr oder weniger gleichgestellt sind am System. Ja, es war auch in dieser Hinsicht ein kleines Lern- und Bastelprojekt. So also mit AngularJS ist das gebaut. Ich danke für die Habe ich mir schon gedacht. Jo. Gut. Inklusive Material Design. Genau, mit Angular Material. Träger, du hast gesagt, du verlässt uns. Müsst du vielleicht vorher was erzählen, bevor du... Ja, ich verlässe euch dann, aber das hat noch Zeit. Das kann noch Zeit sein, vielleicht, ja genau. Soll ich anfangen reden? Fang an zu reden, das ist gut. Hau rein, du wolltest erzählen über das Museum, oder? Das kann ich, und ich habe ein sehr dickes Buch zum Rezensieren. Ja, also, was dir beliebt. Habt ihr was eurem Herzen liegt? Mach mal. Okay, dann fange ich an mit meinem sehr dicken Buch. Das Buch heißt... Economics. Okay. Und das ist ein Comic. Ein Comic über Wirtschaft? Über Wirtschaft, ja. Schau einfach rein. Ja. Und ist extrem gut. Mhm. Ich habe ihn circa verschlungen in 2 Nachmittagen, obwohl er relativ dick ist. Mhm. Und es steht hinten am Klappentext drauf, Sie können 5 Wirtschaftsbücher lesen und erfahren weniger als in diesem Buch und so. Und ja, das Ganze, also mir imponiert es extrem. Es ist ein, ich glaube, ein Comiczeichner und ein Wirtschaftsstudent oder Professor, die sich zusammengetan haben, um das zu machen. Und er erklärt halt seine sehr persönliche Sicht auf Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik und auch Weltpolitik. Und seine These ist halt, also der Zeichner kommt auch selber vor als Ich-Erzähler. Mhm. Das ist ein schwarzes Mandal und ist dann in seinen eigenen Bildern auch drinnen und wird vom wütenden Mob herumgejagt und so ganz coole Sachen. Ja. Und er schreibt halt, dass er irgendwie sich immer dafür interessiert hat und das auch studiert hat, sehr viele Economy 101 Bücher gelesen hat. Und aus gewissen Dingen ist er eben selber nicht schlau geworden. Das schreibt er dann auch sehr ehrlich, also was seine Vermutungen sind. Und andere Sachen, also jetzt über Karl Marx oder Ricardo oder die unsichtbare Hand des Marx laut Adam Smith, das tut auch sehr, sehr anschaulich visualisieren. Mhm. Also du hast ihn in circa 3 oder 4 Panels, heißt das glaube ich, so ein kleines Bildchen. Ja, ja, und da ist dann ziemlich das drinnen, was du sonst in einem ganzen Kapitel hast von einem Wirtschaftsbuch. Und es regt dann auch an. Ja, ja, es ist alles drin. Bei ein paar Diagrammen, so an Angebot, Nachfrage, Schnittpunkt und so, ist dann natürlich gut, wenn man sich auf Wikipedia weiterliest. Also das wird dann nicht sehr in der Tiefe behandelt, sondern da geht er davon auch aus, dass der Leser das entweder schon selber gehört hat oder sich selber das weiter anschauen kann. Und was mir sehr gefallen hat, seine These ist halt, dass alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, du kannst nicht nur Wirtschaftspolitik betrachten und sagen, Gesellschaftspolitik und Geschichtspolitik und Umweltpolitik existiert nicht. Also er versucht das alles zu vernetzen und er ist natürlich sehr USA-lastig, also es geht um die Geschichte der USA, vor allem dann seit der Wirtschaftskrise und Erster Weltkrieg in der Zeit wird es dann dichter, aber auch Europa, es kommt auch italienischer Faschismus vor, Japan, natürlich Weltkriege und Geburt vom Internet und so. Und was mich sehr, wie soll ich sagen, was mir für mich sehr die durchgängige These ist,
dass er sagt, also dass die, die reich sind, immer sehr, sehr viele Argumente haben, warum das absolut gut ist, dass sie reich sind. Also man könnte sagen, geht eigentlich zurück bis in die Römische Republik auf Optimaten und Populaten. Ne? Und die, die das Geld haben, sind immer sehr gegen Veränderung, also sehr konservativ eigentlich. Mhm, und die, die dann wirklich versuchen, eine Umverteilung zu machen oder halt eine fairere Wirtschaftsordnung zu machen, haben es halt immer sehr schwer. Und die Argumente ändern sich zwar, also er vergleicht das dann mit Argumente gegen die Abschaffung der Sklaverei und so, und er zitiert auch sehr viel Adam Smith und so, und aber es geht so irgendwie durch, dass die, die das Geld haben, eigentlich immer extrem dagegen sind, dass sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen oder politischen Verhältnissen was ändert und bis in modernste Zeit. Und ein paar erschreckende Beispiele, die ich so in der Deutlichkeit nicht gesehen habe, also auch im Zusammenbruch vom Kommunismus und Und dann zerlegt er halt mit Genuss die Argumente, die man dann damals gehört hat und die man jetzt gehört hat, und er zieht halt Parallelen, und das Ganze ist dann super visualisiert. Und eins ist zum Beispiel gegen selbstverwaltete Betriebe, also die, denn, wo die Arbeitnehmer auch Anteile haben. Und das ist halt das Standardargument, ja, das kann man ja nicht, weil die einfachen Fließbandarbeiter würden ja die Firma sofort in Grund und Boden führen und sind halt so super Zeichnungen mit so Arbeitern mit Helmen, die sich so mit dem Hammer selber am Kopf hauen und die Augen so seltsam haben. Und er schreibt dann halt, aber wenn man sich halt die diversen Pleiten anschaut, könnte man drauf kommen, dass die Managementklasse auch nicht anders ist. Und sie sind so Manager, die sich selber mit dem Hammer am Kopf hauen. Und was er sehr schön visualisiert, ist der Begriff der, dass ich es jetzt richtig sage, der juristischen Person, also eine Firma, die vor dem Gesetz als Person agieren darf. Das heißt, sie darf Besitz haben etc. und Verträge machen. Mhm. Und das wird da so dargestellt, eben als praktisch wandelnde Fabrik, also wie so ein Blockmalzmandel oder wie so ein Roboter. Also eine Art Wolkenkratzer, wo oben so ein paar Schornsteine rausschauen, aber er hat ein Gesicht und Arme. Und der ist natürlich immer mit dem Militär und mit den rechten Politikern sozusagen auf einer Partie, und bei einer Wirtschaftskrise sterben die dann aber auch genauso, dann sind die halt mit so Xen in den Augen und ja, und cool, dieses Bailout-System und Kreditblase ist natürlich auch drinnen, jetzt die, also das Buch hat circa auf 2011, glaube ich, also die jüngsten Wirtschaftskrise bei dieser Lehman-Pleite. Mhm. Und da schreibt er auch schon, wie dieses Too Big to Fail funktioniert und das halt, dass wenn halt so eine Firma pleite geht, dass die Manager dann vom Wolkenkratzer runterhüpfen, also dieses typische von den 30er Jahren Wirtschaftskrise, dass die Aktienhändler Selbstmord machen, weil die Kurse sinken, und dann unten ist aber dann so eine Regierung, das ist immer da so gestellt als dieser Onkel Sam, und der fängt dann mit so einem riesen Tennisschläger auf, ne? Und das ist dann dieses Bailout, ja. Und ab und zu dann reißt das aber auch, dann saust der da durch, das ist alles super, ich finde, durch die Bilder kriegst du das sehr viel schneller mit, worum es eigentlich geht. Mhm. Und das hat mir extrem gefallen. Also sehr verdichtet, aber nicht fad zum Lesen. Cool. Und natürlich, wenn man jetzt in die Tiefe gehen will oder etwas genauer lernen will, dafür reicht es nicht. Das ersetzt jetzt nicht ein... Ja, es sieht, dass es wieder wirklich jede Menge an Aspekten behandelt. Es ist extrem viel drin, und ich finde, er macht auch diese Vernetzung viel besser, weil es die eigentlich sonst nicht so oft hast. Oder wenn sie dann wäre sie textlastig und ein extrem dicker Wälzer. Das wäre dann so eine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit allen... Und das wäre dann sehr dick zum Lesen, und da geht das. Also ich kann es extrem empfehlen, ich werde es auch ein paar Leuten weiterschenken. Da kriegt man um 20 Euro im Morrowa, habe ich gesehen. Das Schöne ist, es ist auf Deutsch genauso teuer wie auf Englisch. Also so ein beides lagernd, Morrowa, Wollzeile. Sie würde mich vom Stil her am Anfang ein bisschen an den Scott Adams Comics richtig verstehen. Ah, genau, das ist ja der selbe Typ, genau. Und der hat ja auch einen Metacomic, also mehrere, da gibt es mehrere Teile, wie man Comics richtig liest, und was da eigentlich im Gehirn noch passiert, wie die Geschichte von Comics aufgebaut ist und so. Und das kann ich auch empfehlen, das ist auch ein Spitzencomic, und das hat mich gerade daran erinnert, weil du auch gemeint hast, dass er sich selber als Autor auch reinsetzt und kommentiert und so. Das hast du bei dem auch irgendwie, genau. Mhm. Ja. Cool, also das Medium gibt schon einiges her, finde ich. Also ja, ich sehe es leider viel zu selten, dass es wirklich gute Comics gibt, die sozusagen das Medium nehmen, um auch andere Sachen zu erklären, die nicht aber nur unterhalten wollen oder nur wie Persepolis eine Geschichte erzählen wollen. Genau, es wird in letzter Zeit wird's besser. Ich habe auch dieses Weiße Wölfe, das ist ein Comic über die NSU-Morde, Also es tut sich da schon einiges. Das wird das Stilmittel jetzt langsam nach 100 Jahren oder nach 50 Jahren. Und da tut sich aber auch einiges. Also ich hätte mir, also sage ich eh oft bei guten Büchern, ich hätte mir das so gewünscht, wenn ich das als Schüler gehabt hätte. Wenigstens in der Schulbibliothek, also zum Ausbauen. Aber das gab es halt damals noch nicht. Ne? Doktorarbeit am besten als Comic gestalten, das wäre mal wirklich eine Doktorarbeit als Comic. Das wäre mal innovativ. Geht aber definitiv nicht.
Aber das wird zumindest dieses Stilmittel deutlich mal auch bestätigen als eigene Schriftform. Das schafft er doch. Bei Quantenphysik funktioniert es ja noch, aber ich würde sagen, bei irgendwelchen sprachlichen Sachen würde das Comic-Format wahrscheinlich Linguistik. Linguistik, ja, genau sowas. Also in meiner Magisterarbeit ist ein Wurm vorgekommen. Ein Wurm? Ein Wurm, den ich selber gezeichnet habe. Achso, ich wollte schon gerade sagen, das hat... Hattest du einen Computer Comic? Nein, ich habe einen Comic gemacht. Hast du echt einen Comic gemacht? Also einen Teil davon. Ich habe Diplomarbeit in einem Projekt gemacht, wo wir ein Lernsystem erarbeitet haben für Schulen in Software und dazu Beispiele entwickelt haben. Und ein Beispiel war Neutrinophysik, das ich ausgearbeitet habe, also als kleines Modul mit einem Maskottchen, das erklärt hat. Und dieses Maskottchen war ein Wurm. Ah, okay. Und da war die Frage nicht, kriegt man das durch die Kommission durch, sowas? Das hat es auf der TU wahrscheinlich vorher nie gegeben, dass jemand einen Wurm in einer Diplomarbeit eingereicht hat, aber es ist ohne also Anstand. In deiner Diplomarbeit war der Wurm drin. Da war der Wurm drin, ja. Und ist durchgekommen. Genau. Jana, hast du was zu sagen zum Thema Visualisieren von irgendwas? Naja, ich fand Sketchnoting an sich ist schon mal gut zum Visualisieren, aber es ist nicht so ganz vergleichbar mit Comics, glaube ich. Also da steckt nur doch weitaus mehr Arbeit dahinter. Und Sketchnoting, machst du das schon länger, oder? Ja, was heißt länger? Ich bin da irgendwie mal draufgekommen über die ganzen Republika-Geschichten. Da hat es ja schon seit längerem irgendwelche Vorträge dazu gegeben. Und ich glaube, dadurch habe ich das erste Mal gehört, aber... An sich habe ich ziemlich großes Interesse an Schrift und ja, auch so kleine Kritzeleien und neuerdings auch ziemliche Begeisterung für Pinselstifte. Und deswegen sketchnote ich schon ziemlich viele Sachen mit. Also auch Podcasts manchmal oder auch wenn ich auf YouTube irgendwelche Sachen anschaue. Noch einmal, du hörst Podcasts und tust die dann für dich für Sketchnoten? Manchmal, wenn ich nicht gerade spazieren gehe, also wenn ich irgendwo am Tisch sitze, dann schon, und dann spazieren gehen. Und was machst du dann mit den Zeichnungen? Fotografieren und auf ewig in irgendeinem Ordner auf meinem Handy. Und du schickst es nicht den Podcastmachern? Ist das so für sich als persönliches Archiv, dass du quasi Zusammenfassung hast in visueller Form irgendwie? Ja, Podcasts sind so schlecht durchsuchbar, wenn man es nicht irgendwie verschlagwortet oder so. Und ich finde deinen Sketchnotes wirklich super gut. So kann man Sketchnotes auch nicht durchsuchen. Ja, aber man kann es anschauen. Also als Mensch kann man schnell einen Überblick haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt überlege, zum Beispiel ich suche jetzt in einem Podcast, ich weiß, ich habe die eine Folge gehört, wo es um das Thema gegangen ist, und da kann man jetzt dann eher mit Ctrl-F durch die Shownotes suchen. Oder falls sie gemacht wurden. Da siehst du auf einen Blick zum Beispiel, da war das Thema, weil da habe ich grafisch das Ding drauf. Ja. Das wäre eigentlich nicht. Also ich glaube, da erinnert man sich auch viel besser drauf. Also ich erinnere mich schon besser drauf, wenn ich... Man assoziiert über mehr mit... Es wird ja sehr viel als Lerninstrument eingesetzt, explizit, um Sachen besser zu, um genauer zuzuhören, um das Wesentliche rauszufinden. Du meinst Sketchnoten? Sketchnoten, ja. Ich habe das ein halbes Jahr gemacht in Form eines Kurses, dem ich beigewohnt habe, den ich auch an der Stelle wieder empfehlen will, das heißt Verbal to Visual. Das ist der Online-Kurs. Das ist die Online-Geschichte, wo ich ein halbes Jahr mit dabei war, vom Doug Neal, den ich auch wieder nur empfehlen kann, ist Englisch. Das ist ein Mann aus dem Nordwesten der USA. Der ist, ich glaube, zurzeit lebt er in Portland. Einmal in der Woche gibt es ein Online-Webinar, wo man sich austauscht und wo immer ein Kapitel behandelt wird. Ein spezieller Aspekt des Sketchnotens, weil es da halt eben wirklich auch sehr viele Aspekte gibt. Also zum Beispiel, ich sehe gerade, du verwendest nur Schwarz, ne? Farbe wäre ein Aspekt. Schriftart ist ein Aspekt. Also es gibt Unmengen so Aspekte. Ah! Ja. Ich habe drei Farben. Super! Also Schwarz, Hellblau, Schwarz und Stimme, noch eine andere. Das habe ich schon gelb das gesehen. Ja. Gelb, gelb und Grau. Die Füße von Lux, sind gelb. Schwarz. Aber Zweifarb darf es auch nicht werden, sonst schaut es so. Und kann man Sketchnoting jetzt sozusagen lernen oder sollte man absolut das schon begabt sein? Nein, ich habe da total wenig bis jetzt drüber gehört, muss ich ehrlich sagen. Also ja, witzigerweise habe ich auch auf der Republika zum ersten Mal Berührung gehabt. Mit eben die Vorträge oder so, Zeichnungs- oder Zeichnerin halt, und wurden dann auch währenddessen, also du hattest den Vortrag angeschaut, daneben hast du schon das gesehen, die Zeichner und wurde das dann am Schluss auch so und wurde aufgehängt. Ja. Und ich habe auch teilweise noch die Sachen abfotografiert und das war noch total eingängig, weil das dann einfach gleich auch so verknüpft ist, gleich mit dem Vortrag. Ich habe einmal auch einen Republika-Talk hier im Podcast empfohlen dazu, den werden wir wieder rausgraben aus dem Archiv.
wo in einer Stunde grob so die wirklich die absoluten Basics gezeigt werden, die ganz einfachen grafischen Stilmittel, bei denen man eben kein zeichnerisches Talent im Vorhinein haben muss, also so Strichmantel kann man bald einmal zeigen. So einen Vortrag gibt es aber, glaube ich, auf der diesjährigen Republika auch wieder. Da gibt es sogar zwei. Also es gibt auch noch irgendwie so einen Rückblick in Sketchnotes auf 10 Jahre Republika. Das muss man vormerken. Ja, weil ich rede mir irgendwie eine keine Zeichen. Und ich muss gestehen, ich habe seit der Schule eigentlich kaum mehr Stifte in der Hand. Ja, aber ich darf das wirklich nicht als Zeichnen beschreiben. Das ist mehr rumkritzeln. Da hast mich du eh schon mal gerügt, dass ich das eine Kritzelei nennen soll. Ich finde es, also es schaut sehr schön aus. Gut aus. Ja. Da also, möchte ich mich noch ein bisschen verteidigen. Das Herumkritzeln ist für mich was anderes. Das ist, wenn man wirklich nur was dazu kritzelt, das kann man durchaus auch als Lernmittel einsetzen, dass man nicht das zeichnet, um was es im Vortrag geht oder in dem geht, wo man zuhört, sondern dass man sich nur, dass man die Hand mit was anderem beschäftigt und Teile des Gehirns auch ausschaltet. Also vor allem, wenn man so ein bisschen ein ADD-Typ ist, also der leicht abgelenkt wird, kann es sinnvoll sein, dass man wirklich irgendwelche Muster kritzelt, um das, was man eigentlich per Audio gerade reinkriegt ins Hirn, besser verarbeiten zu können. Mhm. Also so in die Richtung zu gehen. Kennen vielleicht viele auch aus der Schule, die das so gemacht haben, vielleicht auch um sich selber zu beschäftigen. Ja. Also das ist so, ich glaube, das haben die Amerikaner ein bisschen Googling dazu, ne? Das so herumkritzeln und so. Und das, was du machst, finde ich, ist absolut Sketchnoting. Ne? Das ist so richtig, die Inhalte zusammenfassen, das Wesentliche rausholen, auch am Papier Gliederung finden. Also das ist auch nicht irgendwo irgendwas hinmalen, sondern also das Blatt Papier hat dann auch eine Gliederung in sich und so. Also da sind eben sehr viele Stilmittel dabei und ich finde es eine coole Sache. Wird halt bei uns überhaupt nicht unterrichtet. Oder interessant, so. Dass du es ansprichst. Mir fehlt die ganze Zeit ein Stift und ein Papier. Ja. Naja. Ich glaube, du hast dich jetzt selbst angemalt. Du hast ja mir selbst dran gemalt. Am Kinn. Na, jetzt ist es weg, das war was anderes wohl. Aber ihr habt jetzt die Bleistifte vom Klebemonster? Genau. Ja, so hätte ich auch. Ja, ich hätte jedes Mal Bleistift und Papier mitbringen und du. Ich schraffiere jetzt dann mit Podcasting mit der Bleistift. Ich habe diesmal leider nichts. Ich habe meine Tasche vorhin alles direkt zu Hause hingeklatscht und bin hierhin aufgebrochen. Ich ärgere mich schon, dass ich meinen Rucksack nicht mit habe. Die Stifte vom Klebemonster. Kennst du diese Serie von Rot und Schwarz gezeichneten, um gewisse Wirtschafts- und Lernkonzepte zu vermitteln? Diese Sketchnoting-Serie? Da fällt mir da jetzt der Name Anima ein, grabe ich auch wieder aus, kommt das nächste Mal dann. Tust du es in die Shownotes? In die Shownotes und kommt sicher auch live, weil ich das Thema auch extrem cool finde. Das war im Prinzip sowas wie TED-Talks, aber eben nicht, dass man den Sprecher gesehen hat, sondern dass die von professionellen Sketchnotern gezeichnet worden sind. Die Royal Science Academy? RSA. Genau, RSA. Ja, kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Da sind auch berühmte TED-Talks drin, zum Beispiel von Sir Ken Robinson über Kreativität in der Schule. Und dann dein Talk eben, wie du sagst, nicht den Sprecher, sondern zu seinem Talk siehst du live, wie die Sketchnotes gemacht werden. Also wie einer auf so einem Whiteboard oder Papier zeichnet. Und das schaut so cool aus. Und das sind einfach Vollprofis, die das machen. Ja. Also mittlerweile gibt es einige, die das wirklich professionell machen. Ja. Fulltime und halt dann auch gut werden im Laufe der Zeit. Hat jemand? Du hast gesagt, das wird nicht unterrichtet, auch in bildnerischer Erziehung oder so, weißt du nichts. Das wäre voll nützlich eigentlich, dass wenn du eh schon Schüler bist, dass du das auch lernst. Das gibt es ja noch gar nicht so lange, dass das anerkannt ist, dass das was ist. Also ich glaube, ich habe noch schon nichts davon gehört und ich bin erst seit 2 Jahren aus der Schule insofern. Das wird erst kommen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass an ziemlich vielen Lifestyle-Blogs so Schrift und... Hoher Besuch! Sketchnotes, Konjunktur haben. Ja, servus. Hallo Sven. Es ist der leibhaftige Sven bei uns gerade angekommen. Hallo. Und damit sind wir, ist es jetzt absolut in der Minderheit, oder? Jetzt sind wir. Oder haben wir jetzt sind die Deutschen. Servus. Servus, Christian. Ja, ich habe gerade eben erfahren, dass die Biertöcher sich heute schon treffen. Ja, willkommen im Club. Er wusste es auch nicht. Haben wir einen Bleistift für den Sven? Ich habe nur einen zweiten. Achso, okay.
Nein, wahrscheinlich ein Biertaucher. Ach so, Mist. Aber nächste Woche. Nein, ich habe um eine Verschiebung gebeten, da ich morgen einen Talk halte in einer Meetup-Gruppe namens Vienna HTML über Static Site Generators und wie man Podcasts damit einfach publizieren kann. Okay. Und deswegen hat sich das auf Montag verschoben. Na klar. Wie hast du es erfahren? Ich bin zu Gregor gegangen dann war er nicht da. Ja, dann habe ich gesagt, der ist jetzt bei den Biertauchern. Ich dachte, Moment, habe ich jetzt den ganzen Tag verpasst. War ich zu lange im Bus, bin ich eingeschlafen, ist der U3-Tunnel etwa... Sven, bist du im Flugmodus? Ja. Okay. Ja, ich bin im Flugmodus und mit dem Bus gekommen. Wenn wir dich schon da haben, möchtest du erzählen, was dich hergeschnellt hat? Mich schneidet. Achso, wir sind auf Aufnahme? Ich dachte, ja, wir sind fertig. Achso. Die Linux-Wochen an sich, sonst natürlich, also am Donnerstag werde ich hingehen, aber ich habe mich diesmal dort nicht angemeldet, weil gleichzeitig eben auch die Grazer Linux-Tage sind. Und da hatte ich mich gemeldet und die haben mich genommen und ja, jetzt mache ich den üblichen Weg über Wien. Und dann am Freitag runter. Also du bist eigentlich auf Durchreise nach Graz jetzt? Ich bin sozusagen auf Durchreise, aber am Donnerstag nehme ich die Linux-Wochen mit, habe schon meinen Plan für alle Vorträge, die ich sehen will. Und Freitag geht es dann rüber und dann wieder nächste Woche zurück. Und ich dachte dann so, selbst wenn ich das jetzt morgen nicht geschafft hätte, was ich ja nun definitiv nicht geschafft hätte, dann nächsten Dienstag da zu sein und vielleicht zu berichten von den Linux-Tagen. Das heißt, du bist vielleicht nächste Woche noch da? Ja, ich denke schon, gerade noch so. Und dann, Das heißt, du hältst zumindest einen Talk in Graz. Ja, zwei Talks, ein Workshop. Yay. Teaser. genau. Teaser. Falls wir die Shownotes vor Freitag noch rausnehmen. Oh ja, genau. Vor Donnerstag. Ja, stimmt. Ja, genau. Stress, ja. Okay. Ja, einen kleinen Workshop über Wim. So. Das Wichtigste nochmal im Schnelldurchlauf, 2 Stunden lang. Wie der Texteditor. Genau, wie er improved. Und dann am Samstag dann Vorträge, einen über digitale Gläser. Also ich sehe Programme als Gläser, mit denen man Daten sich anschaut. Und was sehen wir eigentlich dabei? Sehen wir ja nicht alles, sehen wir alle Aspekte von den Daten, die wir da sehen, oder nur einen bestimmten? Glas, und können Glas, wir Gucker, digitales Glas. Software als digitale Gläser, in denen wir auf Dinge schauen. Als Lupe, als Durchglas, als trübes Glas, als vielleicht auch ein gefaktes Glas, das uns Dinge sehen lässt, die gar nicht da sind. Ja, und der andere Talk habe ich mir einfach mal gemacht, ich bereite immer Zeugs vor, drumherum, und dann habe ich mir eine Liste gemacht, was ich alles mache, und dann dachte ich, hey, das ist ja eigentlich auch so ein Talk. Und das ist dann der Meta-Talk. Also was mache ich für Talks? Talks über das Talken. Ja, Talken über das Talken. Also Vorbereitung, Nachbereitung. Kristallweizen. Ja, im Hintergrund läuft der Bier-Talk. Aber ich bin kein Bierspezialist. Also eigentlich sollte doch jemand auch über Bier sprechen hier, oder? In dieser Runde, ja. Ein bisschen kann man immer reden. Wir erwarten ja immer noch den Sprachkurs und Tweezer, der immer ja, genau, kommt. Richtig. Und der bringt, glaube ich, und kann Bier mit. Genau, richtig. Der braucht ja selber Bier. Ja. Der kann das sicher den Tempo drin. Das ist vielleicht sogar nächsten Dienstag. Wer weiß. Sehr gut. Ich muss hier vielleicht noch jemand hier aus Linz outen. Der Andi aus Linz ist vor einigen Jahren schon nach Berlin gegangen. Er hat auch einige Vorträge bei der Linux-Wochenseite gehalten. Macht viel Go und er macht sein eigenes Bier in Berlin. Genau, also noch einer. Mhm. Der wäre prädestiniert dafür, das auch mal zu erzählen, was er nun da zusammenmischt und warum. Ich schicke ihn. Wir treffen uns dienstags. Meistens. Genau. Was hattet ihr schon für Themen? Was habe ich verpasst? Flickr-Codes von Übertragungsprotokollen. Okay. Genau, wir haben auch noch 20, so ist es nicht. Ja. Wir sind noch am Anfang. Vielleicht gleich nächstes an, oder? Machen wir nächstes. Wir haben über Signal geredet, den Messenger. Ja. Mich hat interessiert, nachdem es du, Gregor, behauptet hast, es gibt eine Applikation dazu, ob es die wirklich gibt. Ja, richtig. Gibt sie wirklich. Sie ist eine Chrome-Applikation, ich habe sie mir installiert und funktioniert auch ganz manierlich. Also sie ist nicht so wirklich schön gepflegt, aber sie funktioniert.
Ich muss mir dann auch ausprobieren. Ja, ich fand es nicht so schlecht. Ich kann also mit Signal ohne Handy von meinem Browser aus SMS. Du musst also dazu vorher einmal auf einem Handy einen Signal-Account angelegt haben. Ja, koppelst du ja auch eine Telefonnummer da dran. Also Signal hängt immer an der Telefonnummer. Und dann musst du am Handy deine andere, also deinen Desktop so pairen. Pairen, genau. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein QR-Code, den man mit dem Handy abfotografieren muss und dann gilt es als gepaart und dann funktioniert das auch wirklich, wie du gesagt hast. Dann muss das Handy auch nicht mehr aufgedreht sein, also es geht nicht übers Handy drüber. Und steckst du das in die Shownotes, den Link, wie man das macht? Aber was ich mir gedacht habe, wenn man da SMS schreiben ohne Handy. Tu einfach. Achso, ja, genau. Vor einer Weile hatte ich mich registriert als Beta-Tester für die Sache und mittlerweile ist sie also nicht mehr in Beta-Links, also erhältlich. Und ich weise immer alle Leute darauf hin, dass es auch andere Web-Interfaces gibt für die anderen Dinge. Also WhatsApp hat ein Web-Interface, WhatsApp.com, Signal und Telegram. So, und das sind jetzt so die drei. Und das finde ich halt gut in dem Sinne, weil ich dann am normalen Desktop und normale Tastatur tippen kann. Und es geht natürlich viel schneller und alles und bequemer. Wie das mit der Sicherheit ist, überlasse ich jemand anderem das Thema. Aber immerhin, es gibt drei Dinge, die man jetzt darüber verwenden kann. Mhm. Ja, ist nicht Hangout auch über Web? Achso, Hangout, natürlich. Google Hangout, richtig. Natürlich. Vier, natürlich. Ganz vergessen. Aber WhatsApp ist nicht unverschlüsselt. Das ist so viel. WhatsApp funktioniert nur, wenn es Handy eine Internetverbindung hat. Ja, das pingt zurück, genau, das möchte das, muss man das einmal. Sein. Ja, also wenn das Handy aus ist, funktioniert das Webinterface von Okay, nicht gewusst, selbst du jetzt nicht. Sporadisch ausprobiert. Genau, aber wahrscheinlich ist es so, wenn du dein Handy anhast und bist im selben WLAN, dann ist es mit dabei und auch kann angepingt werden. Für mich ist der Anwendungsfall in der Arbeit, sind wir den ganzen Tag daneben, aber nur es ist am Handy viel anstrengender zu tippen und eben in der Beta-Testphase Konten, was ich schon aus GitHub runter, also klonen und selber bauen. Weil ich war kein Beta-Tester und habe es dann trotzdem benutzt. Aber ich bin bei Signal auch sehr zufrieden damit. Im Hinblick zu diesen Chrome-Apps habe ich noch was gelernt. Mhm. Also ich habe es eigentlich recht ungern, wenn das sich so tief in den Chrome eingräbt, sodass ich es dann dort im Chrome-Menü suchen muss. Wenn man in dem einmal ist, wo man diese Icons von den Chrome-Apps hat, die man installiert hat, rechte Maustaste drauf und im Kontextmenü hat man dann die Möglichkeit, einen Startmenü-Eintrag daraus zu erstellen. Genau, sodass man es ab dem Zeitpunkt dann aus dem Startmenü aufrufen kann. Und ich habe es dann weitergetrieben, das Spiel. Diesen Startmenü-Eintrag kriegt man dann zum Beispiel in einem Ubuntu Mate auch wieder in die Schnellstartleiste. Mhm. Dass man es wieder dort hat und auch wieder nicht mehr über Startmenü gehen muss. Weil am liebsten möchte ich es mit einem Klick halt offen haben. Das habe ich mich gelesen, das haben sie ja gelöst über diesen Google App Launcher. Das ist ein eigenes kleines Paket. Das hat mich auch am Anfang, wie ich es unter Windows benutzt habe, hat es mich einmal konsterniert, weil das irgendwie sich in meine Leiste eingehakt hat und da konnte man schon diese Chrome-Apps starten. Und ich habe jetzt mal jetzt gelesen in letzter Zeit, dass Google genau diesen Google App Launcher, der in der Taskleiste sich beheimatet fühlt, jetzt nicht mehr weiterentwickeln möchte, weil es zu wenig genutzt wird. Also schauen wir mal, wie sie das dann in weiterer Folge. Unter Linux ist es mit keiner extra App. Das ist einfach ein nativer Eintrag dort im Startmenü, der richtig drauf ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein eigenes Softwarepaket war, dieser Google App Launcher, aber er hat sich so. Das die Meldung gelesen, aber ich weiß zu wenig, was es bedeutet. Und ich glaube, ja, genau. Ob das nicht mehr geht dann, das weiß ich jetzt auch nicht. Eben, genau. Das ist nur so eine Vermutung. Mhm. Ich bin jetzt auch durcheinander ausnahmsweise, weil ich habe nämlich das so interpretiert, dass die dass die Chrome-Apps abgeschafft werden. Generell, aber nachdem ich das höre, klingt es, stelle ich mir es gerade anders vor. Ich meine, eine Chrome-App ist ja eigentlich nur eine Web-App, die in der Manifeste weit ist und ein bisschen mehr Rechte dadurch bekommt. Ja. Und dadurch, dass man die so als First-Class-Citizen wieder ins System hebt, ist es dann genau wie vorher bei der Webseite wieder bei dem Punkt, dass man versucht, Web-Applikationen so auf eine Ebene mit nativen Applikationen zu heben und und sich die Sandbox wieder zerstört. Ja. Haben wir überhaupt Ende angeschlossen? Aber jetzt. Das heißt, die Folge fährt jetzt erst an. So, gerade zum Schluss. Prost. Und hier wieder. Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir alle. Ich habe vergessen, mit dem ich habe, also ich habe es hier. Den Takt. Oh. Also das war jetzt nicht n Quadrat halbe, sondern mehr n Quadrat, gell? Ich hab's ja dreimal mit. Nein, ich habe mit jedem einmal. Ja, aber ich habe Chaos hinausgebracht. Mindestens auch einmal. Ich exakt einmal.
Also Fazit, ich kann diese diversen SMS-ähnlichen Dienste, die jetzt auch verschlüsselt sind, auch über Webbrowser machen, wenn ich es richtig einrichte. Signal noch, wenn du sagst SMS, Signal auf dem Handy kannst du ja für beides verwenden. Also du kommunizierst, wenn du dann die Browser, also wenn du diese Web, also diese Anwendung verwendest, siehst du halt nur die Signal-Nachrichten. Die SMS-Nachrichten tauchen dort nicht auf. Also die bleiben halt nur am Handy. Etwas, was ich gefragt worden bin, aber nicht gescheit beantworten kann, ist Signal jetzt irgendwie freie Software oder Open Source? Ja, ist komplett frei, alles. Weil irgendwann hat man gesagt, ist nicht frei genug oder ist irgendwie tainted. Das war Signal, aber nicht Signal. Also ich habe ein bisschen dann nachrecherchiert und war ziemlich verblüfft, weil wenn man auf die Webseite von Signal geht, landet man bei Whisper Systems. So zumindest sagt einem das der URL. Das ist der Name der Firma jetzt, weil Whisper Systems ist eigentlich verkauft worden, aber nichtsdestotrotz ist der URL noch immer Whisper Systems. Also da darf man sich nicht verwirren lassen, das Unfreie ist verkauft worden und was übrig gibt, also die Firma gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern das ist eben jetzt wirklich nur mehr ein Softwareprojekt, freier Software. Aber das, was wir benutzen, ist das freie. Das, was wir benutzen, ist frei und ist über einige, auch über einige Regierungsfonds und so weiter subventioniert worden, also sind immer wieder dann Projektanträge eingereicht und damit auch einige Millionen lukriert, um diese Sache frei entwickeln zu können. Es hängt natürlich ein bisschen in der Luft für mich, weil es gibt kein Businessmodell dahinter und es läuft aber über zentrale Infrastruktur drüber. Also man könnte es vergleichen mit einer Wikipedia, die sich auch irgendwie finanzieren muss. So muss ich das auf Dauer auch irgendwie finanzieren. Okay. Also es gibt ein paar so Projekte, die halt doch zentrale Services zumindest zur Zeit benötigen. Auch wenn zum Beispiel das Internet mit den Root-Levelsern. Ja, also DNS, ja. Ja, dann wird es sich ja auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk anbieten, aber nicht im Sinne von, was gab's da alles, weiß nicht mehr, sondern im Sinne von eDonkey. Das war ja, es gab ein paar Server und die meisten Clients haben sich nur mit diesen Servern verbunden und nie mit, dass alle sich mit jedem verbunden haben. Das heißt also ein Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen einzelnen Servern und die Clients haben sich mit den Servern verbunden. Das wird sich hier eventuell anbieten. Und ich wollte mal ausprobieren. Aber das ist nicht ganz so. Ja, nicht so selbstorganisierend. Ich wollte doch ausprobieren, wie es mit einem verschlüsselt Telefonieren ausschaut, weil das kann man ja angeblich auch und das funktioniert auch wirklich. Das haben wir noch nie getestet. Also man braucht natürlich dann Internetverbindung, also Datenverbindung, das geht nicht über den Telefonkanal, den kann man dadurch nicht verschlüsseln, sondern es ist dann halt ein VoIP-Call sozusagen, also Was mich vor allem interessiert hat, ist, wie hoch die Latenz ist, weil das ist dann immer wieder problematisch, weil ja doch verschlüsselt werden muss und entschlüsselt werden und am Rückweg wieder verschlüsseln, entschlüsseln. Und wir haben es ausprobiert, einfach indem wir in zwei Zimmern nebeneinander waren, um zu schauen, ob man hört, da hört man die eigene Stimme dann auch über das Telefon. Ja. Und es ist keine drastische Latenz, also es ist kein Problem. Und Sprachqualität ist die man gewohnt ist vom Mobiltelefon. Also es ist auch von der Sprachqualität kein Verlust. Interessant, da habe ich die gegenteilige Erfahrung gemacht. Du hast doch kurz erzählt, weil ich kann mich erinnern, dass du das mal gehört von dir, dass das angeblich so schlecht sein. Bei mir ist es, also wirklich, ich kann die andere Person kaum verstehen. Aber ich habe es bisher nur mit meiner Freundin gehabt und ihr Mobiltelefon ist sowieso ein Graus. Aber, dass es vielleicht dynamisch quasi angepasst wird, die Bitrate, die du auf der Bandseite hast. Also wir haben denselben Internetprovider und haben eigentlich eine ganz gute. Nee, das kann auch kein Grund sein. Das, aber wer gesucht wird, dass wir auch mal die benutzt. Eine Sprache kommunizieren. Ja, sollten wir mal probieren. Test machen. Geht auch intern einen Sprachtest. Jeder geht in eine eigene Kneipe, bestellt sich ein Bier und dann. Ich auch nicht gesehen. Die Zentrale ist hier auch. Komisch. Bier. Geht das eigentlich mit mehr Personen? Bier zu Bier. Ich habe kein Bier. Bier zu Bier. Bier zu Iran war das jetzt. Bier zu Iran. Das ist ein Protokollwechsel. Es ist eigentlich auch kein Bier. Ich bin ja begeisterter Mate-User und du hast letztens Trinken. Du hast Mate-Trinker oder Mate-User? Auch. Desktop und Ubuntu Mate. Desktop, Tee und also die diversen Mate-Hacker-Getränke auch. Also mir ist jetzt eigentlich egal, solange nur Mate draufsteht. Ich meine jetzt aber den Desktop und du hast letztens gesagt, Johnny, man lernt nie aus. Ich habe auch wieder mal nicht ausgelernt. Ich habe nämlich unabsichtlich die F12-Taste berührt. Das bewirkt, dass dann ein Terminal-Fenster aufgeht. Was sehr praktisch ist, wenn man dann sehr schnell tippen kann. Also einfach Steuerung Alt. Ja, aber es sind schon drei Tasten gegenüber. Ja. Ne, dann wieder zwei gespart, jawohl.
Kommod. Das sind sonst so ist die aber nicht dieses randlose Terminal, was ich. Doch, ist auch, ein Rand, ist auch ein randloses. Ist das kommt von oben runter und das halt. Das kriegst du mit F12 und Automate. Ja. Ja, wieder mit bei Ubuntu sind, oder? Neuer Release. 16 oder heute 4, rausgekommen. Ne? Genau. 16.4 LTS. Ich habe mein Ubuntu habe ich schon geupdatet. Und? Wie jedes gute Update ist es sauber durchgerannt und ich habe keine Veränderung festgestellt. Herr. Das höchste Kompliment. Ja, das ist just works. Also, bei mir ist immer problematisch. Ich habe zwei Rechner umgestellt, zwei Rechner, auf denen ich entwickle und habe wieder die üblichen Probleme. Also ich bin ein Ruby-Mensch und kompiliere mir immer mein Ruby dann selber. Das funktioniert nachher dann nicht so ganz sauber, weil es gegen Bibliotheken kompiliert ist, die heißt, die es dann halt nicht mehr im System gibt. Also das heißt neu kompilieren und dann läuft die Sache wieder. Mhm. Aber an und für sich sonst ist das Update durchgelaufen ohne Probleme auf zwei Rechnern. Jo. Also ich habe jedes Mal Probleme bei Ubuntu-Updates und ich benutze schon gar nicht mehr dieses grafische Dings und auch nicht das Konsolendings, sondern ganz alt hergebracht wie bei Debian, was überhaupt nicht empfohlen wird. Ich trage tatsächlich in der Sources-List jedes einzelne Wörtchen um. Tausche die Tiere aus. Ja, genau. Tausche so die Tiere. Sources. Ja, genau. Ja. Und ja, das funktioniert bei mir genauso gut, wie als ich noch das grafische Zeug und so weiter benutzt habe. Es gibt immer irgendwo Probleme. Also, ja. Jetzt gucken wir mal, wie komplex die Software ist. Eben, genau. Also ich würde sagen, ich habe alle Pakete installiert, die es gibt. Dann funktioniert man ganz schlimm. Ja, aber ich muss sagen, prinzipiell finde ich es eigentlich auch recht angenehm und positiv zu sitzen. Und ein neues Kommandozeilentool habe ich in der Woche noch ausgekramt. Denke mal, muss ich sagen, weil der Sven da ist. Yeah. Der kennt es aber wahrscheinlich, das ist Clansys. Kennt ihr Clansys? Ich habe es gesehen in seiner Shownote. Eine Mischung aus HTOP und DSTAT. Also HTOP ist ein Prozessmonitor und Memory Monitor und DSTAT, das ist auch so in die Richtung, aber noch zusätzlich mit Netzwerkinterfaces. Und der Unterschied ist, HTOP hat eigentlich einen statischen Bildschirm, könnte man sagen, der refreshed wird. Also da ändert sich alle paar Sekunden das Bild und wird aktualisiert, während beim DSTAT das scrollt so von unten nach oben durch. Und hier das Glances stellt jetzt eigentlich, könnte man sagen, alle Informationen vom DSTAT dar, aber eben auch auf einer Seite, die sich refresht und die nicht durchscrollt. Mhm. Es ist ein sehr, sehr wuchtiges Display, also es füllt auch einen Full-HD-Schirm voll aus mit Anzeige, man ist im ersten Moment voll erschlagen, aber man hat halt auch alles da. Also wenn man sozusagen das draufschauen lernt, dann ist das wieder recht nett, das Glances. Konsole ist und bleibt mächtig. Jetzt, wo die Bildschirme größer sind, kann man auch größere Konsolenfenster machen. Ja. Ha! Ja, ich bin's auch. Jetzt, wo du sagst, F12 offenes Terminal, warum belege ich eigentlich meine ganzen F-Tasten nicht mit verschiedenen Terminals? Funktionen. Einmal durchspielen, man kann halt von links nach rechts einmal so alle Tasten einmal durchdrücken, so wie beim Klavier, ein Dutzend Terminals. Das ist ganz einfach deswegen, weil sie F-Tasten und nicht T-Tasten heißen. Noch nicht. Das, das eine Hacke. Ja, genau. Muss man selber mal an zum Ausbessern und beginnen. Oder ausschneiden und dann die andere Stelle ankleben. Das meine ich ja. Ich habe eine Kleinmeldung. Aber sie gehört nicht dazu. Ich schaffe auch keine Überleitung. Es geht von SWR2, ich nehme an, das heißt Südwestfunk, Rundfunk oder so? Südwestrundfunk. Südwestrundfunk 2. Was ist das? Ist das Baden-Württemberg? Das dürfen wir, oder? Das müsste in diesem. Nein, das ist Baden-Württemberg und müsste der Radiosender sein. Okay. Und die haben eine Sendung gemacht, die es als Podcast gibt und lobenswertesterweise auch als Transkript. Das heißt, man kann sie lesen. Mhm. Dann habe ich gelesen und das ist eine sehr schöne Sendung zum Thema Computerspiele im Unterricht. Okay. Und einfach diverse Lehrer interviewt und Schüler, die halt Lehrer haben, die zum Beispiel Minecraft im Unterricht einsetzen oder Scratch und zum Beispiel im Deutschunterricht eine Story nicht nur lesen lassen, sondern die Schüler dann auch in Scratch ein Computerspiel über Michael Kohlhaas machen lassen. Also da wirklich programmieren, einsetzen, so wie es sein sollte, fächerübergreifend als oder Computerspiel als Medium einsetzen für einen Unterricht. Und recht nett, also verschiedene kleine Interviews und Lehrer und halt über den Stand da. Lehrerfortbildung und wie lange das halt braucht, bis ein Medium halt so etabliert ist, dass die Junglehrer auch damit aufwachsen und das dann nicht mehr beschnöseln, sondern halt
sinnvoll einsetzen. Also das, das Tenor war ein bisschen, dass das halt noch eine Generationssache ist. Mhm. Wie viele Sketchnoting-Dinger, dass das mal einen Weg in die Schule findet? Ja, ich meine, Tusche und Papier gibt es ja erst seit ein paar tausend Jahren. Ne? Also das Tusche ist in der Schule nicht besonders verbreitet. Ja, ich war in einer Schule, da haben sie, wir hätten eigentlich Tusche benutzen müssen, weil wir technische Zeichnungen machen mussten. Wir haben aber zu uns gesagt, macht es mit Bleistift. Eigentlich ist es nicht dokumentenecht und wir dürfen eigentlich die Prüfungen damit nicht zulassen. Aber sie haben gesagt, ja, es ist unpraktisch, es so zu machen. Also haben wir Bleistifte benutzt und keine Tusche. Zum Thema Medien habe ich eine Kurzmeldung, was mir heute aufgefallen ist. Habt ihr mitbekommen, ZIP 100, ein neues Format vom ORF. Das ist eine Nachrichtensendung, die einmal im Nachmittag rauskommt, die ganz auf Online-Medien sich. Also, es gibt @zip100, das ist ein Twitter-Account. Ja. Und jeden Tag um 17 Uhr, 17.30 Uhr herum, eine 100 Sekunden lange Sendung, da läuft oben ein Countdown. Cool. Und das Format ist wirklich auf Online und muss Mobile optimiert werden, nämlich das Video ist im Hochformat. Nein! Oh Gott! Und das Neue ist, es ist im Hochformat und unten läuft immer der Text transkribiert mit. Eben gleich im Twitter-Stream oder im Facebook-Stream, wo so ohne Ton läuft, siehst du halt immer den Text auch unten, wenn du es ohne Ton hörst. Ja. Also es ist wirklich genau auf das Medium Und das ist dann so wie Digital Leben oder halt die Online-Schiene von ORF? Nein, ich weiß es genau, ich habe heute gesehen, das erste Mal, weil die erste Sendung war. ZIP 100. ZIP 100. Ja, gut, ich glaube, ich war in von ORF. Aber eben beim Hochkant-Video haben sie kurz die Haare aufgestellt. Ja. Aber hey, es ist langsam. Man sieht die Moderatoren jetzt ganz, ja. Ja, wenn da hinkommen, oder? Beschwert man sich immer, was sie nicht irgendwie außerhalb ihrer Kanäle denken, aber Hochkant-Video, ja. Kann man nicht so sehen. Also Mobile First, der Mandela wird es nicht anders. Ja, in 20 Generationen werden unsere Kinder die Augen auch hochkant. Also Fernsehen versucht, Internet zu kopieren. Nein, das Fernsehen. Und das ist dann ein Fortschritt. Ich habe keine Ahnung. Also so darf man es nicht formulieren, da will keiner zustimmen. Ich muss sagen, der Counter links oben hat ein bisschen irritiert, das macht dich so nervös und dann erzählt, aber das ist. Ja, gut, dass sie es im Fernsehen zumindest auch machen. Eins hast du ja eh erwähnt, das Digital Leben, was eher so das Kurzformat ist. Und das auch schon eingelassen ist. Das Matrix ist übrigens ein echter Podcast. Das war früher kein Podcast. Ja. Weil das gab es halt immer nur so eine Woche zu hören zum Beantworten. Das gibt es jetzt als. Ist ja bei der Ö1-App, die aber auch wieder andere Mandeln macht, ist er jetzt unter Podcast eingeladen. Okay. Eigentlich. Aber wenn es da so das Filmmagazin. Digital Leben war immer Podcast. Achso, ich glaube, das ist ja. Die Digital Natives sind endlich langsam dabei, die Medien umzukrempeln. Ja. Yay! Yeah. Das wurde Zeit. Spaß beim Krempeln. Genau. Yeah. Ja. Umkrempeln, Erdbeben. Erdbeben, ja. Yay. Ja. Heute war in Wien ein Erdbeben und für mich persönlich war es überhaupt das allererste Erdbeben im ganzen Leben, was ich irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Das ist ein Erdbeben. Nee. Hat sich die Erde für dich auch bewegt? Ja, na, es war 4,1 auf der. 3,9. Oder 3,9. Sie haben es unten korrigiert. Und wo? Alland war das Epizentrum in 2 Kilometer Tiefe. Das ist wie weit weg von Wien? 30 Kilometer? 30 Kilometer 20? Ungefähr von. Okay. Nee, Entschuldigung, es ist weniger als 30 Kilometer. Luftlinie wird es 20 sein, so ungefähr. Und zwar von der Spitze. Südwesten. Ganz unten. Das war so, ich war im Bezirk Baden. Okay. Man hat es zumindest, also ich habe es zumindest deutlich gespürt. Es gab schon früher Erdbeben der Stärke, wo ich dann entweder gar nicht gemerkt habe oder einfach weitergeschlafen habe oder tagsüber und ich habe es nicht wahrgenommen. Heute war ich alleine im Büro und es war still und der Parkettboden hat so geknirscht, dass wenn ein schwerer LKW da vorbeifährt und die Monitore haben leicht zum Wackeln begonnen. Mhm. Nachdem es 10 Sekunden andauert hat und draußen ja keine LKWs fahren auf der Monitorstraße. Die haben geklingelt. Das waren nämlich zwei Sprints und die haben so einander eben den Bildschirm aufeinander gescheppert kurz. Und das war. Kennst du das, wenn ein schweres Fahrzeug Lastwagen ist? Oder wenn da, keine Ahnung, der Nachbar irgendwas aufführt? Oder. Und dann eben erste Reaktion, kurz Twitter gesucht, Erdbeben Wien. 0 Tweets, 1 Tweet, 20 Tweets, 50 Tweets. Erdbeben, war es ein Erdbeben? Erdbeben Wien? Erdbeben? Okay, was war Erdbeben? Ja. Ich habe nichts gespürt. Das ist so das Haus steht auf Schwellenland und scheinbar. Aber ich glaube, dass du höher drin bist und so Altbauten mit Holzdecke, das schwingt dann ein bisschen mehr noch, also das merkt man ein bisschen besser vielleicht. Am ersten habe ich es erlebt, da wir in den Stahlbetonbau am 14. Stock. Das war das damals in Feuerall, das Beben, was man auch noch Österreich gemerkt hat. Also das muss vor eurer Zeit gewesen sein.
Das war sehr nett. Also da hat dann richtig der Muster geschaukelt und so. Und die Gläser haben im Schrank gescheppert, weil halt das Haus offensichtlich genau die Eigenfrequenz gehabt hat von den Schwingungen. Das war sehr nett. Also, das kann ich mir noch erinnern, aber das heute haben wir nicht mitgekriegt. Also ich habe sie nicht deutlich mitbekommen und es war schon ein bisschen beängstigend. Und die Halsbacken hier haben schon richtig geknarrt. Und eine Tür hat richtig stark vibriert, die etwas loser ist, die anderen haben nicht so sehr vibriert und die Schränke, dadurch, dass die auf dem Boden standen, die haben ganz schön geschüttelt. Also, ja, das war ganz schön heftig. Ich meine, wir in Österreich, wir können sowas über Erdbeben ganz schön heftig. Ja, es war übrigens auch, es gibt nur insgesamt 11 Erdbeben, die stärker als dieses waren, aber schwächer als das Jahrhundert-Erdbeben aus dem 20. Jahrhundert. Das war in den 70er Jahren, ja, in Wien. Mhm. In den 70er Jahren gab es eins, oder sagen Österreich, glaube ich, weit war das. Das hatte über 5. Mhm. Und vielleicht noch zu den Größenordnungen von 4 auf 5, das ist eine Verzehnfachung der Stärke des Erdbebens. Ja. Und ich denke mal, 10-mal so stark, das würde ich schon, könnte ich mir vorstellen, das ist schon etwas mehr. Deutlich stärker zu spüren. Das ist sehr deutlich. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute, wenn du draußen Verkehrslärm bist oder zu Fuß unterwegs bist, auf festem Boden, dass man vielleicht nicht so merkt. Mhm. Also eben, wie du sagst, wenn bei mir da der Boden geknirscht und die Schwenke quackelt und so. So ein Schwapps über. Es gab 10 Minuten später übrigens noch ein Nachbeben. Das hat dann keiner mehr bemerkt. Ich war anscheinend ein bisschen näher dran. Meine Freundin hat es nicht bemerkt. Die war aber auch gerade irgendwo im Treppenhaus oder so. Und ich saß da wieder, hoppla, jetzt fängt es schon wieder an. Aber es war wesentlich schwächer. Also ich habe darauf gewartet, wann kommt das Nachbeben, wann kommt das Nachbeben? Weil es mein erstes Erdbeben-Erlebnis überhaupt war. Gib mir mehr. Ja, ich will mehr. Ich will, dass die Häuser stürzen. Nein, das ist super, nicht jetzt, aber ja, mir ging es auch so, ich habe es auch sehr faszinierend gefunden. Einstürzende Neubauten. Ja. Fällt mir gerade auch was zu ein. Ja, und zwar Elbphilharmonie hat neue Eröffnung. Oh, und das ist in Hamburg, oder? Das ist genau, ja. Die sind endlich fertig mit dem Bau und als erstes spielt die Gruppe Einstürzende Neubauten. Richtig. Das ist ja direkt gerne Humor. Das ist gut, oder? Das kann man nicht erfinden. Also nicht, ja, das ist gut. Macht Hamburg so was. Test. Ob es schon eingestürzt ist, weiß ich nicht. Ich bin immer gespannt, was zuerst fliegt, wenn der Berliner Flughafen endlich eingeweiht wird. Irgend so ein Flieger namens Icarus. Schauen wir mal. Wenn Tante Jo fliegt. Genau. Tante Jo wäre doch ein schöner Anfang. Ein Fleitegeier wäre endlich. Der fliegt jetzt schon drüber. Seit Jahren über dem Reichstag. Das ist wahrscheinlich ein Flugzeug vom Staat UDSSA oder so. Ach, da kennt keiner den Film. Doch, diese. Wenn sie demonlos da hinschwebt, ich kann von Moskau ein Kart gehen, muss jemand sehen, aber du hattest was. Nein, hau rein. Okay, ich war letzte Woche in Moskau und ich wurde vom Derek geschleift als Höhepunkt. Nicht nur Roter Platz, sondern Soviet Arcade Game Museum. Und zwar werden dort, also es war wirklich ein Nerdplatz für mich. Und zwar war das ein Café von jungen Leuten betrieben, also auch Burger und Pommes bekommen dort. Mhm. Und dann beim Hineingehen hast du so ein kleines Sackerl mit 15 Kopetenmünzen bekommen, aber noch sowjetische Kopeten, also die jetzt nicht mehr Zahlungsmittel sind. Hast du so ein kleines Papierscharnitzerl gehabt mit kleine Münzen, die haben so ausgeschaut wie 10 Groschenstücke, also so billigst. Und da waren 2 Stockwerke voll mit alten Videospiel- oder Unterhaltungsautomaten aus den 80er Jahren, noch aus der Sowjetunion. Und die hat man halt dann
benutzen können, sofern sie noch funktioniert haben. Und leider haben nicht alle wirklich gut funktioniert. Also es gab zum Beispiel einen Flipper, der einfach schwach war. Also du hast geflippt und die Kugel hat sich kaum bewegt. Die ist einfach so. Steigerung der Schwierigkeit. Ja, ja. Und genau, der Derek hat reingehört und der hat schon sehr große Schwierigkeiten gehabt, die Kugel überhaupt darauf zu schießen mit diesem Drücker. Ne? Das ist so. Also, und manche Geräte waren einfach schon altersschwach. Das waren, die haben sie aus irgendwelchen Gaststätten oder Sportclubs geholt. Und ja, und manche Geräte waren halt sehr exotisch und andere haben mich wieder sehr erinnert an meine Kindheit in den 70er Jahren. Also da, es gab Geräte, die so eine Art Schießbudenfiguren-Geräte waren, wo wirklich so ein Pappendeckel Schießbudenfigur, also jetzt eine Zielscheibe oder irgendein Gegner an so einem Metallstift hin und her geschoben wird und du musst auf ihn schießen. Okay, ja. Also, das gibt es auch auf so Jahrmarktbuden im Prater, aber halt das Ganze gedacht, als Automat, also wirklich ohne Videotechnik und so, also rein mechanisch. Und dann gab es diverse halt Drehfußballautomaten und so Eishockeyautomaten, die ja rein mechanisch waren. Mhm. Eins, was den Derek sehr fasziniert hat, war ein Basketballautomat. Und zwar waren da lauter nummerierte Gruben, also so Gruben, ja, auf einem Spielfeld und zwei Basketballkörbe. Und du hattest eine ganze Reihe von Knöpfen, von 1 bis 12, glaube ich. Und jede Grube hatte eine Nummer, die du als Spieler sehen kannst. Ne? Und jetzt ist der Ball wurde so mit Druckluft in die Höhe geschossen und ist dann so zufällig in einer Grube gelandet. Und in einer Grube waren unten immer zwei Stöpsel, die du den Druck hinaufschießen konntest. Das heißt, wenn du rechtzeitig gedrückt hast und der Ball war in der richtigen Grube und du hast die richtige Nummer gedrückt, hat der Stöpsel den Ball in eine andere Grube oder in den gegnerischen Korb geschossen. Also wir haben dann rausgekriegt, also von gewissen Gruben aus hast du direkt einen Korbtreffer gemacht und die anderen Gruben haben halt den Ball strategisch günstiger positioniert. Okay. Und das Ganze war praktisch ein Lernspiel. Also du hast lernen müssen, wie das zusammenhängt und dass du schon im Vorhinaus den Finger auf der richtigen Taste lässt, wenn du weißt, der Ball kommt. Der ist sehr, sehr hektisch und es ging noch ums Timing. Also es war auch rein mechanisch, aber recht nett. Mhm. Und es gab sehr wenig Videospielautomaten, also wo wirklich die Grafik von einem Computerchip gemacht wurde. Es gab welche, aber nicht allzu viel und die waren auch nicht allzu toll. Also mir ist jetzt keiner in bleibender Erinnerung. Die waren dann eher sehr, sehr altertümlich. Also was wir gewohnt sind, noch bevor die Nintendos kommen sind. Also wirklich noch die aus den frühen 80er Jahren. Ja, genau. So Pong-Niveau, ein Pong-Automat war zum Beispiel da. Mhm. Und dann, aber ein Automat, den ich nie irgendwie gesehen hätte, das war ein riesiger Quiz-Automat über Verkehrszeichen, auf Russisch natürlich. Also, waren alle Verkehrszeichen und urviele Knöpfe und so. Dann waren so, ja, praktisch ein Führerschein-Prüfungs-Lernsystem, voll mechanisch halt. Und dann sehr viel, was mir aufgefallen ist, sehr viel halt mechanisch. Und ich nehme an, das hat halt damit zu tun, dass in der Sowjetunion die Elektronikteile in die Rüstung gegangen sind oder die halt eher rationiert waren und für Jahrmarktvergnügungsbetriebe waren dann halt eher mechanische Techniken da, die bei uns zu dem Zeitpunkt schon ausgestorben waren in den 80ern. Und das wurde da halt weiterentwickelt. Und was mich sehr fasziniert hat, war ein Automat, also den habe ich dann sehr gern gespielt, und zwar war das ein U-Boot-Simulator mit einem richtigen, wie heißt das, Periskopgriff, also das zwei so waagrechte Griffe und vorne so eine Art Gummischiebrille, wo du so die Stirn dran drückst und dann guckst du auch richtig rein und wir haben dann, einer war auf der Seite halb offen, also man hat dann wirklich auch die Mechanik gesehen und das Ganze war recht cool, also du schaust durch dein Periskop und musst Schiffe versenken, ja, und du hast eine Feuertaste und kannst das so schwenken und du siehst dann wirklich so kleine Schiffe fahren, also die wurden auch wirklich von Metallstiften so nach links und nach rechts bewegt. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt gedrückt hast, ist erst einmal nichts passiert, was extrem irritierend ist. Dann gab es nach circa 2 Sekunden Verzögerung gab es ein Plaschgeräusch. Mhm. Ja, da wurde der Torpedo ins Wasser gelassen. Und dann hast du wirklich ein Licht gesehen, das sollte die Torpedospur sein. Okay. Und die ist dann halt zu dem Schiff hingefahren. Das Schiff hat sich aber dabei weiter bewegt, beziehungsweise auch manchmal die Richtung gewechselt. Das heißt, du hast sehr viel vorhalten müssen. Und das Allerbeste war, wenn du wirklich einen Treffer gemacht hast, ja, dann ist nämlich kurz dunkel geworden und ein rotes Lampball hat dann das brennende Schiff also von hinten rot angeleuchtet. Also es war wirklich... Das Schiff war von hinten rot anbeschienen, als würde es jetzt am Horizont brennen und natürlich so ein Bummgeräusch. Und super, ja. Und also extrem coole Soundeffekte und auch coole Grafik, halt echt
besonders mit dem und es gab auch eine Zwei-Spieler-Version davon, also wo zwei U-Boot-Fahrer gleichzeitig schießen können und in der Mitte war eine Insel, das heißt die Schiffe haben sich dann ab und zu hinter der Insel versteckt und sind auf der anderen Seite vorgekommen. Das war für uns dann aber eher verwirrend, weil man nicht genau gewusst hat, wer schießt jetzt und welcher Torpedo hat jetzt getroffen, weil eh schon so eine Verzögerung war. Aber der Automat war halt sehr liebevoll gemacht, aber rein ohne große Elektronik. Also ich habe sofort Lust gehabt, den eigentlich mit einem Raspberry und rein mechanisch nachzubauen. Sie haben es als Videospiel auf Ihrer eigenen Webseite wieder drauf. Also Sie haben es mehr damit nachgebaut als Videospiel jetzt. Ja, mit der Grafik, oder? Auch recht lustig. Das habe ich mir auch gerade gedacht, wie würde ich das jetzt gerade im Browser programmieren? Ja. Und ach, die haben es schon. Ich hoffe, ohne Flash. Ich weiß nicht, ob man nicht anschaut, was ist das? Ich muss aber sagen, ist ganz lustig. Sehr viel vom Charme hat aber die Mechanik ausgemacht. Also diese ganzen Lichteffekte wirklich glücklich. Aber es wirkt auch ein bisschen so noch. Ja, genau cool. Das hätte ich nämlich auch umgesetzt. Und auch ein anderer Automat, den habe ich zwar nicht gespielt, nur gesehen, das war so ein Autorennen, also mit Lenkrad und ich glaube sogar Gaspedal. Und du hast gesehen, in so einem Glaskasten, schwer zu beschreiben, eine kreisrunde Bahn, von der du aber nur die oberen zwei Drittel siehst. Also wie ein abgeschnittenes Lenkrad. Ja. Und da sind so kleine Spielzeugautos fix draufgenagelt, haben sich halt im Kreis gedreht, wobei die aber unterschiedlich schnell waren, die inneren und äußeren. Ja. Und jetzt war das eigene Auto, das du lenken konntest, war irgendwie, ich nehme nicht an, dass ein Hologramm war, ich nehme an, sie haben so einen halbdurchsichtigen Spiegel gehabt. Also das eigene Auto war reingeblendet. Mhm. Und dann war in so ein Trick halt, dass der Kollisionserkennung hat. Und auf jeden Fall haben diese angenagelten Holzautos, haben dich überholt, sind dann in den unsichtbaren Teil gefahren, den du nicht gesehen hast, und dann von hinten wieder kommen. Und du hast sozusagen überholen, also links und rechts fahren müssen, dass du halt keine Kollision baust. Und das Ganze aber rein mechanisch gebaut, also das ganze Feeling war von einer Spielzeugeisenbahn. Und aber trotzdem hübsch gemacht und mit Effekten. Und dann gab es noch einen, also es gab mehrere, aber die zum Teil haben die dann nicht funktioniert oder wir haben nicht rausgekriegt, wie sie funktionieren. Und einen war eine Art Kampfflugsimulator und du hast gesehen, es war wirklich ein bisschen billig schon gemacht, also es war so ein Joystick mit einer Feuertaste und damit er gleich dahinter geklemmt und ja, du warst so eine Art Kampfflieger, hast aus dem Cockpit rausgeschaut und du hast gesehen andere Düsenflieger und das waren einfache Folien, also wie soll ich sagen, wie jetzt jemand das zeichnet, eine Folie und die Folie so vor dir hin und her schiebt und sagt, haha, und die Steuerung war so ein bisschen mit Trägheit, das heißt, das ist schwer zu beschreiben. Du hast versucht, also es sollte einen Kurvenkampf simulieren von zwei Jagdfliegern. Mhm. Und du hast halt den Joystick in die eine Richtung getan und dann haben sich die Flugzeuge ganz langsam von rechts nach links geschoben, aber es soll so andeuten, dass die vor dir die Kurve enger fliegen als du. Und ab und zu hast du es dann halt geschafft, dass dein Ring ist. Und wenn man dann gefeuert hat, ist ein extrem cooler Soundeffekt gekommen und es waren so kleine Lichter, das war mechanisch gemacht, die von links und rechts auf einen Fluchtpunkt zu fahren. Also du hast dann wirklich das Gefühl gehabt, du schießt als zwei MGs ab und zu hat man dann getroffen, dann ist die eine Folie verschwunden und es waren nur noch zwei da, bis du alle drei abgeschossen hast und dann sind wieder drei neue gekommen. Also das war dann ein bisschen, wie soll ich sagen, ein super Soundeffekt, super Lichteffekt auch von dem Schuss, aber das Spiel ein bisschen billig. Also du hast nicht wirklich dieses Flugerlebnis gehabt, sondern es war eher so, als spielst du Tischdecke bewegen, wobei die Tischdecke sehr zäh ist. Das nennt man übrigens Dogfight. Dogfight, ja, danke. Dogfight, grüßen drauf. Ja, und ihr glaubt alle nur, dass das Mechanische ja so eigentlich ist. Das ist elektrisch gewesen. Ja, und dann ist dieses rote Telefon, ne? Das Ding, wenn du einen Hörer abnimmst, dann meldet sich Obama und sagt, hört's auf mit dem Scheiß. Ja. Derzeit nicht, derzeit ist er in Deutschland. Nee, er war bei der Eröffnung von der Hannover. Achso, und schon wieder zurückgeschlagen. Der hat das Telefon mit, da ist jetzt ein langes Kabel gespannt worden. Genau, die rote Kabeltrommel hin. Fazit: Sowjet Arcade Game Museum, du hast halt auf der Webpage kann man sehen. Und sonst ja auch so ein netter Besuch wert, also wenn man in Moskau einfach nur essen gehen will. So. Einfach am Roten Platz. Es ist nicht direkt am Roten Platz, es ist, glaube ich, eine U-Bahn-Station davon entfernt. Aber also war eine nette Idee einfach. Das klingt interessant, weil so weil Computerspiele aller Art ist man halt schon gewohnt und so ist es jetzt, also ich, du hast mir voll neugierig gemacht. Und gerade auch dieser Übergang noch mechanisch und also das ist schon spannend. Ich habe eine Zeit lang alle Folgen mir von einer japanischen Spieleshow angeschaut, die nennt sich Game Center CX.
nimmt sich immer der Game Master, dieser Moderator, immer die schwierigsten, ältesten Nintendo-Spiele vor und muss sich dann schon Eispackungen auflegen, weil er verzweifelt daran ist. Es gibt eine Zwischenrubrik darin, wo er dann immer so Spielhallen besucht. Wir schreiben ihn ab, das ist natürlich teilweise natürlich auch eine Werbesendung oder so, aber er hat halt auch eine Vorliebe für die ältesten Automaten, die einfach auch noch mechanisch funktionieren. Und da gibt es auch sehr klassischen Zwischenglücks- und Spielautomaten, sehr Pachinko, glaube ich, heißen, wo diese Münzen durchfallen. Aber nicht nur so, da sieht man auch, was du jetzt erzählt hast, von diese Figuren, die rumgeschoben werden oder so, von diesem Zeug sieht man dort auch sehr viel. Also wenn man sich dafür interessiert, ist das sicher mal, gibt es auch auf YouTube Folgen, also kann man sich schon mal anschauen. Das ist auch sehr lustig. Game Center CX. Apropos eben noch Hannover Messe und Dings eröffnet. Auch ein Politiker aus Berlin war da und den hatte ich zufällig getroffen, weil es um ein Kunstprojekt geht und das fällt so ein bisschen dann wieder in unsere Richtung hinein. In Berlin gibt es eine Statue, ein Kunstwerk, das eine große Sanduhrform beinhaltet. Da drauf stehen zwei Admiräle, die Rücken an Rücken stehen und mit ihrem Fernglas in die Gegend schauen. Der Doppeladmiral. Und dieses Uhrglas, ihr kennt sicherlich ein Logo, was ungefähr so aussieht, nämlich das von WikiLeaks. Ja, jetzt ist ein Künstler aus England drauf gekommen, der jetzt Berliner ist, warum nicht das WikiLeaks-Logo da drauf malen? So. Und das wird also jetzt passieren, und ist gerade dabei, und am nächsten Dienstag, hier Tauchertag, normalerweise, wird das dann eröffnet, also die malen das dann noch vorher an. Also erst wird es grundiert und dann kommt das WikiLeaks-Logo drauf und das ist dann schön 3D und der Politiker, der Herr Ströbele, sehr bekannter Mensch, da wird das auch mit eröffnen und so weiter. Also wir werden in Berlin ein WikiLeaks-Logo in 3D haben. Das möchte ich also betonen. Und wer weiß, vielleicht kommt der Ed Snowden oder der Julian Assange oder so. Wer weiß, wir wissen es noch nicht. Ja. Aber die Gerüchte werden jetzt hiermit gestreut. Genau. Also sie sind alle eingeladen. Ja, sie haben einen Bescheid bekommen. Und ob das dann einen Effekt haben wird, werden wir sehen. Schauen wir mal. Nächsten Dienstag, 15 Uhr. In Kreuzberg. Zum Snowden habe ich jetzt gelesen, der würde gerne zu einer Preisverleihung nach Norwegen. Also da ist er für einen Preis eben vorgeschlagen worden, dass er den entgegennimmt. Das ist aber eben die übliche... Aber nicht der Nobel. Nein. Das ist nur es ist ein Medienpreis. Aber die Problematik ist natürlich wieder, was passiert, wenn er ausreist? Wird er dann ausgeliefert? Und darum will er die Sache vorher geklärt haben. Und jetzt läuft da eben gerade ein Verfahren, damit er eine schriftliche Bestätigung von der Regierung schlussendlich in der Hand hat, dass er da wirklich... It's a trap! It's a trap! Don't do it! Genau, das ist wieder die Frage an der ganzen Geschichte. Aber es hat wieder mal ein bisschen mehr Publikumswirksamkeit, nicht? Ja, also das erzeugt wieder ein bisschen Medienrummel und das ist natürlich auch notwendig. Apropos Mediendings und so weiter. Ed hat sich neulich per Schaltung gemeldet bei einem Event, bei einem Konferenz in Berlin, die dort stattfand, wo dann der CCC-Kongress stattfand im Berliner Kongresscenter nahe des Alex. Dort gab es ein Treffen von Journalisten. Und das Ganze war gesponsert von einer Gesellschaft, die in London beheimatet ist. Das sind das Center for Investigative Journalism. Und dahinter ist dann eine Stiftung, die Logan Stiftung. Nicht direkt Logan's Run, nicht der Film. Synapsen haben aber schon gefeiert. Aber das haben wir schon ein bisschen lustig. Also es fand an einem Wochenende statt, bla bla bla. Es gab einige Vorträge und so weiter. Und wie gesagt, Ed hat sich per Schaltung aus dem Internet gemeldet. Und das ist natürlich schon immer, eigentlich muss man es ja fast sehen, so ungefähr, wenn man ihn herbeizaubern kann und kann ihm direkt eine Frage stellen, er antwortet darauf, dann bedeutet das, dass er noch lebt. Oder? Also es ist manchmal so ein bisschen, manchmal frage ich mich natürlich so ungefähr, ist das alles schon aufgenommen oder wird er zusammengestöpselt, so wie, erinnert ihr euch an Max Headroom? Genau. Ja. Vielleicht ist Ed mittlerweile ja nur noch virtuell. Man muss auf die Schleife hören. Ja, das ist eine KI von Alpha, das ist AlphaGo, nee, das ist Alpha Ed, nicht AlphaGo. genau. Du kannst auch noch Gummi im Spiel. Läuft auf einem Rechenzentrum in Utah. Genau.
Also insofern ist immer wieder gut zu sehen, dass End sich immer noch auf irgendwelche Sachen interaktiv meldet. Mhm. Und wenn es nur dieser Twitter-Account ist, der sich meldet, naja. Aber wenn es eben doch mit Bildern ist, dann ist das immer doch ganz gut zu sehen, dass er noch da ist. Hm. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Also insofern, wer weiß, seit nächsten Dienstag in Berlin natürlich und vielleicht kommt er vorbei. Ja, auf dem Weg nach Norwegen. Jetzt hast du schon so ein bisschen angespielt auf den Tod. Jetzt bringe ich ihn mehr ins Spiel. Ja. Ich habe schon drauf gewartet. Ja, und zwar ganz im Ernst, es geht wirklich um den Tod gleich. Ihr wisst ja, ich bin ein Ruby-Mensch und ein Rails-Mensch und so weiter und höre sehr gern den Podcast Ruby Rogues. Und da werden unterschiedlichste Themen besprochen, nicht nur welche, die jetzt direkt mit dem Ruby zu tun haben, sondern einmal ging es auch um Community-Bildung, weil das ja auch immer so ein Thema ist, wie die Leute miteinander kommunizieren und so weiter. Und da haben sie sich eben einen Experten geholt, den ich bis zu dem Zeitpunkt nicht näher kannte. Das ist der Peter Hintjens. Ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, nachdem er ein Holländer ist. Hintjens, ja. Das ist ein Belgier, glaube ich. Ah ja, genau, ein Belgier ist er. Also du kannst ihn besser aussprechen. Und habe ein sehr inspirierendes Interview mit ihm gehört, wo er über Community-Bildung gesprochen hat. Nicht aus der Ruby-Szene, sondern er ist der Mensch eigentlich hinter dem ZeroMQ, hinter diesem Messaging-System. Und da hat er darüber geredet, wie sie eben da einen Entwickler und dann eine User-Community dazu aufgebaut haben. Soweit so gut, das ganze Geschichte, die war vor, glaube ich, 60 Folgen, also über 60 Wochen ist die Sache her, dass ich das von ihm gehört habe. Ich habe ihn nur sehr inspirierend gefunden, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das ein sehr heller, offener Kopf ist. Und krieg heute einen Hinweis auf Twitter von einer guten Bekannten von mir, von der Laura, die du auch kennst. Ja, Peter Hintjens hat seinen letzten Blogpost geschrieben. Ja. Nein, er ist nicht gestorben. Noch nicht, ja. Aber es ist ziemlich klar, dass er in den nächsten Tagen sterben wird. Und darum hat er jetzt ganz dediziert seinen letzten Blogpost geschrieben. Und er hat ihn de facto formuliert, und er schreibt das auch inhaltlich so, als einen RFC, als ein Techniker, als einen RFC, wie sich jemand verhalten sollte, der im Sterben ist und wie man sich einem Menschen gegenüber verhalten sollte, der im Sterben ist. Und ich glaube, der Blogpost war noch inspirierender als das ursprüngliche. Also absolute Leseempfehlung. Wer mit ihm noch kommunizieren will, das ist eine Chance, es jetzt noch zu tun. Er lebt noch, er liest es noch. Er wird vielleicht nicht mehr darauf antworten, aber er liest es noch. Und er wünscht sich auch, dass hier Leute kommentieren, weil er sieht auch die Kommentarfunktion da unter diesem langen Artikel, den er geschrieben hat, als ein Medium, wie seine jungen Kinder, die sind jetzt, glaube ich, 5, 9 und 12 oder so, also relativ kleine Kinder, in Zukunft von vielen Leuten lesen können, die ihn irgendwie kannten oder von ihm irgendwie inspiriert worden sind. Mhm. Und ich finde, dieser Tod ist ja doch ein ziemliches Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich habe mich schon einmal näher... Nicht hier in Wien. Puh. Ja, wir geben uns den Anschein, aber, ja, aber nur es so im Alltagsgespräch, das ja, ist nicht ja. Verlangen von den Leuten. Also ich habe auch schon mal die Situation gehabt, dass der Arzt zu mir gesagt hat, ich empfehle Ihnen, dass Sie noch heute sich der Operation stellen, weil man sagt, man sollte noch vor Sonnenuntergang operieren, sonst wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Also das sind so Situationen, wo man dann über das Leben ein bisschen anders nachdenkt. Und wenn man sich dann nach ein paar Monaten von der Krankheit erholt hat, dann ist man plötzlich wieder in dem alten Trott drinnen. Das ist dann auch sehr überraschend. Und daher habe ich auch schon mal ein bisschen wieder anderes Verhältnis zu dieser ganzen Situation als viele andere Leute. Und fand es eben sehr inspirierend, das von ihm zu lesen. Und ich denke mir, es ist vielleicht keine schlechte Idee, es für eine Stunde nicht zu verdrängen, sondern es eine Stunde sich zu nehmen, in Ruhe den Blogpost zu lesen und ein bisschen drüber nachzudenken. Also vom verlinkt in den Show Notes. Ja. Also ich habe von dem Blogpost wusste ich noch nicht. Ja. Ich habe es anders erfahren. Er hat in Facebook auch was geschrieben. Ja. Und ich wusste natürlich, ich war bei der FOSDEM, dann gab es ein Social Event, das fand bei seiner Firma statt. Das ist so ein bisschen so ein Innenhof von dem Blog gewesen. Und das war eine nette Party und alles. Und dort habe ich ihn mal kurz kennengelernt. Also nicht richtig, aber dann habe ich mitbekommen, dass er Krebs hatte. Es hat eine Weile gedauert. Er hat den Krebs besiegt. Ich habe mich gefreut und ich habe gesagt, hey, es geht weiter, wunderbar, demnächst mal wieder, vielleicht bei der FOSDEM und Hallo sagen. Kann das so sein, vor 3 Jahren etwa, dass das war? Ja, so ja. Ungefähr. Ja. Okay. Und ich hätte mich eigentlich gefreut, einfach, er ist vorbei, jetzt, ja. Das ist weg. Mhm.
Und wie ich immer wieder jetzt so die Erfahrung mache, bei Leuten, die Krebs hatten und auch besiegt haben, kommt es eben doch dann irgendwann wieder. Das scheint nicht weg zu sein. Und jetzt habe ich eben gesehen, dass er geschrieben hat auf Facebook und gesagt hat, es ist wieder da, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Und insofern, also ich habe mir gerade vorgenommen, heute noch das Ding lesen und ihm was schicken. Ich wusste nicht, dass es so vielleicht jetzt so schnell ginge. Also der Post ist jetzt 3 Tage alt und er sagt, er wird nicht mehr schreiben. Weil jetzt gibt es andere wichtige Dinge. Das finde ich auch ganz interessant, den Ansatz, den er jetzt macht. Jetzt gibt er sozusagen Audienz. Jetzt ist er in dem Mod, er hat schon starke Schmerzen. Und er möchte, dass die Leute, die ihn gut kennen, ihn jetzt besuchen. Und er hat an dem Tag 12-mal Besuch gehabt, was zwar eigentlich furchtbar ist von der Anstrengung her, aber gesagt, es überwiegt trotzdem der Input, den er von den Menschen kriegt, weit über dem, was er an Schmerzen empfindet, sodass er die Zeit jetzt sehr genießt und er möchte, dass das so weitergeht. Und die Leute wissen ja, wie sie mit ihm in Kontakt treten, die ihn gut kennen, sollen ruhig weiter mit ihm in Kontakt treten und ihn besuchen, weil er will jetzt sozusagen die Leute abgeklappert haben. Mhm. Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Ich habe heute Abend dann was vor. Ja, ich wusste nicht, dass das so schnell... Ja, auch wenn ihr ihn nicht kennt, schreibt ihm doch. Ja. Einfach. Und diese, ich verweise wieder zurück auf diese eine Episode da, weil dieses Community Building, das hat ja nicht nur was mit Ruby zu tun oder nicht nur was mit Entwicklergruppen zu tun, sondern so in Communities sind wir alle in allen möglichen Ecken und Enden und der Talk, dieses Podcast-Interview, das er da gegeben hat, fand ich recht clever und recht inspirierend. Also das ist auch das Nachhören wert, das werden wir auch verlinken in den Show Notes. Okay. Ja, aber eine Chance, die man wahrnehmen sollte, wenn man lieber noch was sagen kann, weil also ich denke gerade an den Lehrer von uns, mit dem wir jahrelang in Kontakt standen. Er war selber Schüler unserer Schule. Er ist dann als Lehrer zurückgekommen. Wir waren einer seiner ersten Schüler. Wir sind die Zeit nach dem Abi weiterhin in Kontakt gestanden. Das ist 30 Jahre jetzt gegangen. Letztes Jahr, als ich hier herkam nach Österreich, ist er zu Hause umgekippt. 4 Monate später war er tot. Und ja, ich habe ihn noch gesehen. Aber die Gelegenheiten sind wenig und man sollte über Dinge rechtzeitig sprechen. Also wenn man weiß, dass etwas im Busch ist, eine Krankheit, man weiß nicht, wie lange es dauert, aber sollte man rechtzeitig mit den Leuten... Und auch wenn nichts im Busch ist, sollte man die Gelegenheit nutzen. Ja, eigentlich immer. Verstehe. Amen. Amen. Aber das stimmt wirklich. Ja, ich werde dann aufbrechen. Okay. Nicht verzagen. Habe ich dich jetzt runtergebracht? Jetzt ist das Thema tot oder noch? Ganz weniger theatralisch. Aber nur kurz, nächste Woche bin ich ja nicht dabei, sage ich jetzt nur kurz. Bist du nicht dabei? Bin ich nicht dabei, weil Republika Berlin. Ah, du bist Republika. Ich bin ja jetzt Samstag. Bist du auch dort? Ja. Cool, na, dann sehen wir uns dort. Moment mal, alle gehen nach Berlin hier. Ich bin gerade erst hergekommen. Einer muss immer in einer der Schätze. Ich gehe nicht natürlich. Einmal gehen. Dann kannst du ja vielleicht auch mit einem neuen, wenn du möchtest, mit einem neuen Mikro aufnehmen oder so. Aber ja, das können wir ja dann später bequatschen. Ja. Ich habe ja dann nimmst du mit, du musst ja dort interviewen. Ja. Du musst ja dort Bier tauchen. Aber ich bin dort immer so gern Privatier. Also ohne mit Mikro. Wenn du dort ins Auto kommst, sagst du, erster Bier tauchen. Ich bin total alles so, ich bin ja. Aber wir werden das. Ich auf jeden Fall. Okay, wir müssen nicht so ein Schild tritt mich drauf, sondern Biertaucher. Interview mich. Tschüss. Ciao. Ciao, Krieger. Ach, Moment, jetzt habe ich kein Foto gemacht. Also ein Biertrauerfoto noch. Moment, ja, der mag doch sowieso nicht fotografiert werden. Wir müssen ja mal Gut. Jana, du redest so wenig. Es gibt noch ziemlich viel Platz auf meinem Sketchnotpapier. Sollen wir mehr reden? Also ich finde, es sollte jetzt über Zuckerbäckerei gesprochen werden. Genau, ja. Oh nein. Was ist denn Zuckerbäckerei? Das ist mein Foodblog. Das gibt es seit 2009 schon, also seit einer halben Ewigkeit. Vor allem für die, keine Ahnung, deutsche Foodbloggerei. Das hat wahrscheinlich so 2008, 2009 angefangen, wie das, soweit ich das sein kann. Davor war ich nicht wirklich beim Internet unterwegs, weil ich noch wirklich zu jung war. Ich mach das. Naja, jedenfalls backe ich seit 2009 fast jede Woche irgendein Kuchen oder mache Eis oder Kekse oder irgendwas. Wo wohnst du? Jetzt in Wien. Moment. Mit und Jacke sieht das ein bisschen fotografiere das Ganze, schreibe ein bisschen Blabla dazu
und stelle es als Rezept online. Weitermachen, genau, und winken fürs Foto. Jawohl, weitermachen. Ja, und sonst gibt es in der Zuckerbäckerei seit, ich weiß nicht so genau, bestimmt seit 2 Jahren oder 3 jeden Sonntag eine Linksammlung, wo ich alle Nerd-Sachen, die jetzt du sammelst, so ablade, die ich im Internet finde. Also ganz viele Texte, aber auch Videos, nein, das ist noch mehr der Podcast. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein Beta verlinkt. Okay. Ja. Das ist so das Eck vom du Internet, wo ich mich eine Linksammlung praktisch. Ja, also cool. Schon ziemlich regelmäßig. Und Kuchen. Was mich ziemlich verblüfft hat, ich habe es ja mit Backen so überhaupt nicht, mit Kochen auch nicht wirklich, also ich kann eigentlich fast nicht so Baguette und so, das kriege ich in diese Sache. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, sind die Fotos, die du machst. Also du beschäftigst dich auch mit Fotografie intensiv offensichtlich. Ja, also damit habe ich angefangen, wann wird das gewesen sein, so vielleicht 2011 oder so, also jedenfalls habe ich zu meinem 16. Geburtstag eine Spiegelreflexkamera gekauft. Gleich mit einer Festbrennweite. So was habe ich auch, das nutzt beim Fotografieren überhaupt nichts. Ja, ich hab mir ziemlich viel Gedanken darüber gemacht. Also ich habe eigentlich, bevor ich irgendwas da, habe ich mir immer ziemlich lange Gedanken gemacht. Bevor ich meinen Blog gemacht habe, habe ich ein Jahr lang nachgedacht. Mein Podcast existiert immer noch nicht, weil ich schon ein Jahr lang darüber nachdenke, ob ich meinen Podcast mache. Und genauso war es auch mit der Kamera. Mhm. Aber das seit 2011 sind ja doch schon 5 Jahre vergangen, wo ich mich halt damit beschäftigt habe. Und ja, ich fotografiere jede Woche einen Kuchen, deswegen. Ist die Übung. Du fotografierst nur Kuchen oder auch so laufst du durch die Stadt? Und also ich fotografiere schon wirklich hauptsächlich Essen, aber wenn ich irgendwo bin, dann fotografiere ich ja andere Sachen. Was auf den Tisch kommt, wird geinstagrammt. Ja, das sowieso. Und vom Blog hast du da nettes Feedback bekommen oder Leute kennengelernt oder irgendwelche Verlage von Kochbüchern? Die ich kriege ziemlich nervige Anfragen von irgendwelchen Firmen, die denken, ich poste Links zu ihren Webseiten für nichts, was ich meistens ignoriere. Ich lese halt auch ganz viele andere Foodblogs und schreibe schon manchmal mit denen E-Mails hin und her oder habe sogar schon mal einen Food-Fotografie-Workshop besucht, der ungefähr so ein bisschen war wie unsere Podcast-Meetups. Und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, das war ganz cool. Aber hast du nette Leute kennengelernt durchs Bloggen? Oder ja. Kriegst du bei gewissen Konditoreien gratis einen Kuchen? Naja, mein Onkel hat eine Konditorei, da kann ich ja so einfach gratis Kuchen. Jetzt ist ein Fotografieren brauchen. Nein, aber ich mach das eigentlich auch. Hauptsächlich für mich selbst. Also ich brauche sowieso jede Woche einen Kuchen und ich fotografiere gern und dann schreibe ich es halt ins Internet, weil vielleicht liest es irgendwer im Freizeit genauso drüber wie ich. Wenn es keiner liest, dann Pech gehabt. Brauchst du noch Leute, die kommentieren, wie der Kuchen geschmeckt hat? Wollte auch gerade fragen, ja. Hast du genug Leute, die noch aufpassen? Da gibt es genügend Leute, die ständig sagen, sie hätten doch gern Kuchen. Also. Aber ihr könnt die Rezepte mal nachbacken und mir sagen, wie es ist. Aber das wäre die Idee, machen wir einen Blog und wir backen immer in der Reihe einen Kuchen und machen dann immer sozusagen das, ihr Foto dann im Vergleich zu dem, was es bei uns war. Ich muss doch irgendeinen Trick angewendet haben. Naja, aber ich muss sagen, auf meinem Blog landen natürlich nur die Rezepte, die auch was wären. Also, das ist schon. Als andere ist schon ausgefiltert. Manchmal landen auf Instagram, wenn es nur so mittelgut ist. Was raucht und brennt. So stimmt es bei mir dazu. Kohlenstoff. Wieder Kohlenstoff. Vor vielen, vielen Jahren haben wir mal, also ich mit meinen Freunden, einen Kuchen gebacken, zusammen. Und viel Spaß gehabt. Und dann haben wir den in den Ofen geschoben und dann musste er ja, man hebt er sich da, ne? Genau. Oder nicht. Also nach einer halben Stunde war nichts, nach einer Stunde noch nichts. Wir haben uns 2 Stunden drin gehabt, bis mir auffiel, dass wir die Hefe vergessen haben. Und entsprechend, es lag so dann liegen. Wir haben es auch gegessen und alle haben behauptet, dass es geschmeckt hat, weil wir haben ja alles dran gemacht. Und das kann ja nicht anders sein. Und mit Kaffee dazu oder in Milch eintunken, dann geht das schon alles. Ja, wir hatten noch so diverse andere Flüssigkeiten, die wir verzehrt haben. Das war dann okay. Genau. Der Kuchen, der nicht aufging. Genau. Aber bist du sonst in einem Blogger-Netzwerk drinnen oder hast du irgendwelche...
Na, das Sachen durchblocken sozusagen, nicht die dann so eben bereichert haben. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das immer so schlecht beschreiben, aber ich finde das Internet an sich einfach toll. Und ins Internet, als Internet bin ich halt einfach durchs Foodbloggen gekommen, durchs Lesen von Foodblogs und immer weiter habe ich mir halt durch irgendwelche Links geklickt und mein RSS wieder ist immer voller geworden und jetzt habe ich halt so, weiß nicht, 300 Blogs oder so abonniert, die ich versuche jede Woche zum Lesen. Und das ist eindeutig dadurch gekommen, dass ich angefangen habe. Ja, Essen ist schon eine ziemliche Einstiegsdroge ins Internet, muss man ja sagen. Ja, ja, ich finde jetzt momentan nur mehr, weil Foodbloggen hat schon ziemlich einen Hype gekriegt in den letzten zwei Jahren. Also so, als ich angefangen habe mit der Zuckerbäckerei, habe ich jedem erklären müssen, was ein Foodblog ist. Kein Mensch hat gewusst, was ein Foodblog ist. Also es mag auch daran liegen, dass ich aus Niederbayern bin und da wahrscheinlich das Internet, ich weiß nicht, so dass das nicht so verbreitet war. Aber ich wusste es bis heute auch nicht. Ich kannte zwar deinen Blog schon, aber ich wusste nicht, dass es Foodblog heißt. Ja, ich mag das Internet nicht so gern. Das Internet ist, ich finde das Internet nur interessant, was die technische Ebene, also Layer 2 und so weiter, das interessiert mich. Und darunter. Bis Layer 4 alles drüber interessiert mich nicht mehr. Und Kuchen, naja, ich esse ja nichts Süßes. Alter. Herzhafte Kuchen. Ich weiß gar nicht, was du verpasst. Kuchen? Ja. Nee, ich mag ja noch nicht mal Eis oder so. Aber ich freue mich immer über Leute, die das nicht mögen. Mehr für mich? Ja. Und Jana, hast du deinen Blog monetarisiert? Hast du Google Ads laufen? Irgendwelche, tust du immer sagen, und das habe ich von Dr. Oetker Backpulver, nehmen Sie nein, gar Dr. nicht. Ah, sonst geht das gar nicht. Also das Blog kostet mir eher Geld, als das Geld einbringt, aber... Aber hast du auch nie nachgedacht in die Richtung? Hast ja schon, aber ich finde... Flatter war vielleicht noch eine Option, aber ich habe irgendwie keine Lust, irgendwelche komische Bannerwerbung da einzubauen und nur weniger Lust, Sponsor-Posts zu machen, weil... Verlässt dann die Authentizität irgendwann... Ja, also ja. Ich bin schon ein bisschen genervt von einigen Foodblogs, die... halt nur noch Sponsored Posts machen. Natürlich, wenn ich das professionell machen, dann müssen sie auch irgendwie Geld verdienen, aber ich finde das Geld ein bisschen auf den Geist. Aber bei Dr. Oetker, ihr wisst ja, Bielefeld. Gibt's was? Nicht. Dr. Oetker gibt's auch nicht? Oder? Dr. Oetker ist in Bielefeld, also soll es sein. Ja. Aha. Wink, wink, nudge, nudge. Sie sagen, sie wären dort. Als Österreicher kann ich dir sagen, es gibt Bielefeld, ich war dort. Ich war auch dort, aber sie haben sich unheimlich die Mühe gegeben mit der Kulisse. Aber ich bin sicher, wenn ich eine Tür öffne, ist das auch alles lese. Genau. Potemkin. Was ist denn das Potem? Das ist der gleiche. Wenn du die Buchstaben als Deutsche auffasst, ja, so ungefähr, dann heißt es Potemkin. Aber das E hat ein doppelte Diäresis drauf, ja, ist Jo. Mhm. Und das unbetonte O ist ein A. Und das ist Potemkin. Potemkin. Okay, Dörfer und Panzerkreuzer. Genau, der Panzerkreuzer, genau. Jawohl. Die Revolution. Kennst du schon, ne? Nee, das sagt mir nichts. Ein Film? Panzerkreuzer Potemkin. Nee. Ja. Na, da haben wir aber eine Bildungslücke. Ich kenne irgendwelche Geschichten von den Arabern und den Amerikanern, wie die Araber sich über die Amerikaner lustig gemacht haben. Sie haben da so ein Fahrrad hingestellt. Das haben sie verkleidet, dass es aussieht wie ein Panzer. Und dann haben sie ein bisschen gewartet und dann haben die Amerikaner so 2 Stunden lang einfach draufgebombt, draufgebombt, draufgebombt. Die saßen daneben und ja, das war es im Prinzip schon. Und was ich auch gehört habe, ist in dem Zusammenhang, was die Amerikaner auch gern gemacht haben, sie haben irgendwo was empfangen, da wurde ganz kurz ein Wörtchen gesagt sozusagen und zack, waren die Störsender sowas von am heiß laufen, nur um das Signal zu stören im Prinzip. Und die Deutschen hatten Probleme damit, dann eben das abzuhören. Weil die Deutschen waren da, um aufzuklären, halt auch Gespräche abzuhören. Und die Amerikaner haben die ganze Zeit nur gestört. Obwohl von was redest du jetzt? Vom Irakkrieg? Ich weiß nicht mehr, welcher Krieg das war. Ganz ehrlich, das ist immer wurscht, solange es gegen die Amerikaner. Ja. Von seinem Krieg. Ich muss das Gespräch noch mal kurz einfangen. Diana hat nämlich eine interessante Lebensgeschichte und jetzt spreche ich weder von der niederbayerischen noch von der Wiener Lebensgeschichte.
von der marokkanischen... Sondern von der marokkanischen Lebensgeschichte. Magst du davon noch kurz erzählen? Kann ich machen. Ich war nach meinem Abitur, also ziemlich knapp gleich nach meinem Abitur, so 2 Monate später, für 14 Monate in Rabat in Marokko und habe dort einen Freiwilligendienst gemacht mit Welwärts. Das ist ein Programm, das von, ich weiß nicht welchem deutschen Ministerium finanziert wird. Jedenfalls habe ich in der Fondation Orient Occident gearbeitet und das ist eine NGO, die kümmert sich um Flüchtlinge aus Subsahara-Staaten, die halt aus Gründen in Marokko stranden, also vor allem so Grenzschutzmaßnahmen von Europa. Du sagst, die eigentlich nach Europa wollen. Und ja, und die bleiben halt in Marokko hängen und Marokko ist damit halt nicht so richtig klargekommen, weil es eher selbst so ein Auswanderungsland ist und nicht ein Einwanderungsland. Und Europa hat dann aber dich gezahlt, um denen gut zuzureden. Genau, das ist der Punkt. Und die Fondation Orient Occident hat halt schon ziemlich viel übernommen, was der marokkanische Staat bisher nicht gemacht hat und halt so Registrierung von irgendwelchen Asylsuchenden übernommen. Und innerhalb der Organisation gibt es ein Modeatelier, das heißt Migrant du Monde. Und von dem Modeatelier war ich die Assistentin. Das heißt, ich habe für die Mode, die da hergestellt worden ist, von Frauen aus Subsahara-Afrika und auch aus dem Nahen Osten, also Syrerinnen und Irakerinnen und Marokkanerinnen aus schlechter gestellten Verhältnissen, also jedenfalls, was die hergestellt haben, habe ich versucht, ein bisschen zu vermarkten. Ich habe dafür in Europa dann, oder? Ja, allgemein ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ich habe mir meine Mitbewohnerinnen geschnappt und die als Models inszeniert und dann einen Online-Shop draus gebastelt und halt die ganzen Fotos auch auf Instagram geschmissen und Facebook und so weiter, wo halt möglicherweise ein bisschen Zielgruppe vorhanden ist, um tolle handgemachte Mode aus Marokko zu kaufen. Also, falls das irgendwen interessiert, Grand du Monde verkauft wirklich schöne Mode. Gibt es auch was für Männer? Ja, aber leider erst 3 Teile. Also bestickte Hemden. Oh, das ist auch schön. Je nachdem, was für ein Stickmuster. Das ist auch so eine Besonderheit am Migrant du Monde. Das sind Stickmuster, die stammen aus den Ländern von den Frauen, die da arbeiten. Also es sind Stickmuster aus dem Irak und also überhaupt aus dem Nahen Osten und auch klassisch marokkanische Muster da verarbeitet werden. Ja. Und da habe ich mein Jahr verbracht letztes Jahr. Und gleich drauf, im letzten Oktober, bin ich nach Wien gekommen. Warum? Und jetzt bin ich da bei Enk, beim Biertaucher-Podcast. Marokko, Wien, Biertaucher-Podcast. Das ist alle. Ich bin dabei in Marokko. Okay, ja. Also das sind wir so ziemlich exotisch anscheinend. Na, was sagt's? Was ist diese Organisation aus Deutschland, die sich dorthin geleitet hat, die GIZ? Nein. GIZ meinst du? GIZ hat damit auch in irgendeiner Weise was zum Tor, aber ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen. Okay. Also Weltwärts ist das Programm, das das ausrichtet. Und Weltwärts gibt es halt ab an kleinere Organisationen innerhalb Deutschlands, die halt dann eher eine Partnerorganisationen in andere Länder haben. Und weil ich mich für das Arabische interessiere, habe ich mich eben für Marokko beworben und bin glücklicherweise da genommen worden. Wie war deine Eindrücke von Marokko? Direkt aus Niederbayern nach Marokko? Ist der Kulturschock groß? Schon ein bisschen ein Kulturschock. Also ich war vorher schon... In Niederbayern tragen die Trachtenfrauen auch Kopftuch, oder? Nein, das ist jetzt nicht. Also ich war vorher schon ein paar Mal in arabische Länder und ich war da halt immer mit meiner Familie und nie alone. Und da bin ich jetzt halt quasi direkt aus der Schule in ein anderes Land gegangen und habe da quasi allein gelebt. Und dass so junge Mädels in Marokko allein leben, kommt eigentlich nicht vor. Die stehen ziemlich unter der Fuchtel von ihren Eltern und da war ich halt schon einigermaßen exotisch. Und ja, es war eigentlich auch ziemlich schwierig. Was mich wirklich schockiert hat, war der Alltagssexismus. Du kannst als Mädel in Marokko keine 10 Meter gehen, ohne dass du 3 Mal hinterher pfeffer wird. Und das geht mit der Zeit geht es so auf den Geist. Und ja, das ist sehr anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich in Marokko war. Ich kann jetzt nämlich Französisch und Arabisch. Und ja, Migrant du Monde war auch super toll. Also mit meinem Job habe ich wirklich das Glück gehabt. Und hast du direkt in einer WG? Ich habe anfangs mit einer zweiten Freiwilligen zusammen gewohnt, die in der gleichen Organisation gearbeitet hat wie ich. Die hat aber dann aufgehört. Und dann bin ich über glückliche Umstände zu einer Belgierin gekommen, die dann bei mir eingezogen ist. Und dann noch mehr Belgierin und eine Französin. Und
dass ihr zwei Mädels mitgekriegt habt. Ja, das war schon ziemlich gut, weil das halt auch Europäerinnen waren, die ungefähr so alt waren wie ich. Und ja. Das ist sehr interessant. Das war wirklich spannend. Was ist das Schönste an Marokko? Schönste an Marokko. Oder was hat dir am besten gefallen? Das ist aber eine schwierige Frage. Was hat mir gut gefallen? Rabat. Ich finde Rabat ist eine wirklich richtig schöne Stadt. Ja. Mhm. Also Marrakesch ist zwar immer so gehypt als das, was Marokko ist, aber ich muss sagen, Marrakesch ist so anstrengend im Vergleich zum Rabat. Ich mag eigentlich nicht wieder nach Marrakesch fahren. Man wird da ständig von irgendwelchen Menschen bedrängt, irgendwas zum Kaufen oder Geld auszugeben und so. Mhm. Rabat war mehr relaxierter, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch, es ist Hauptstadt und nennt sich selbst irgendwie so Capitale de la Lumière Culture oder so ähnlich. Also irgendwie so Hauptstadt der Kultur und des Lichts. Und dadurch gibt es halt auch ganz viele Festivals dort und kulturelle Veranstaltungen. Bist du ein bisschen rumgefahren, so ein bisschen ins Land angeschaut? Das Jahr, ich habe, glaube ich, jetzt zweite Wochenende irgendeinen Ausflug gemacht und werde ich 10 Stunden in einem Bus gesetzt haben und dann für ein Wochenende irgendwo gehen bin. Aber es war schon echt spannend. Casablanca. Ja, Casablanca ist schon irgendwie faszinierend, aber hauptsächlich ziemlich hässlich und dreckig und gefährlich. Also, falls ihr mal nach Marokko fliegt, da den wirklich Rabat empfehlen. Oder nur weiter im Norden, Tanger oder Tetuan oder so. Ja. Wann bist du wieder da? Oder bleibst du erstmal da in Wien und machst da Kuchen? Und ja. Ich möchte schon unbedingt den Sommer noch dahin fliegen. Und ich habe erst kürzlich mit einer von meinen ehemaligen Mitbewohnerinnen geredet, ob wir nicht gemeinsam dahin fliegen können, weil es dann lustiger wird. Also mache ich schon nur im Jahr 2016 auf, wieder zurück nach Marokko. Sonst vergiss ich ja am Ende ja noch die ganze arabische Sprache. Also, und kannst du fließend Arabisch? Darija. Also marokkanisches Arabisch, ja, aber Fusha, das Hocharabische, ist wirklich anders. Das ist, also ich glaube, der Unterschied ist noch schlimmer wie jetzt das Niederbayerisch, das ich spreche, und Hochdeutsch. So wie Vorarlberg und Hochdeutsch. Ja. Und kommt man mit Französisch durch in Marokko? Oder ist eher ja, auf jeden Fall. Also Französisch ist schon eine ziemliche Geschäftssprache dort. Also wenn man als Marokkaner irgendwo einen Job kriegen mag, muss man eigentlich Französisch können. Also auch meine Organisation, wo ich gearbeitet habe, hat auch Französisch gearbeitet. Okay. Hast du, bevor du hingegangen bist, Arabisch gekonnt? Ja, was heißt könnt? Ich habe bestimmt seit 2010 oder so versucht, Arabisch zu lernen, was nicht so erfolgreich war, weil es ist halt eine total andere Sprache, es ist eine semitische Sprache und wenn du dich einmal in der Woche damit beschäftigst, kommst du nicht recht voran. Also ich habe schon so ganz, ganz Grundkenntnisse gehabt und Schrift habe ich auch lesen können und schreiben, aber wirklich gelernt habe ich es erst durch den Alltag in Marokko. Wo ist das Grundinteresse her? Ich meine, viele Leute lernen Französisch oder vielleicht Russisch oder irgendwas Asiatisches, was spannend ist, aber Arabisch habe ich eigentlich von niemandem noch gehört bisher. Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich schon ein paar Mal in arabische Länder war vorher. Also ich war 2005 in Tunesien mit meiner Familie und habe mir schon damals ein Buch gekauft mit arabischen Schriftzeichen, so für Erstklässler in Tunesien quasi, wie man die Schrift schreiben lernt. Und ja, immer wenn ich dann nochmal in so einem Land war, haben wir gedacht, das ist eine tolle Sprache, das muss ich mal lernen. Und nach wie vor ist meine Ambition, dass ich mal Fusha lerne, also hoch Standardarabisch. Mal schauen, ob es noch dazu kommt. Jetzt schaut es mir alle an, wie du gerade warst. Das ist ja unglaublich, ich rede jetzt auch mal was. Jetzt haben wir es mal umgedreht, das Interview. Ja, genau. Aber wir wollen jetzt das Sketchnote weiter. Jetzt soll ich was da hinten machen. Dann strich mal. Ein weißer Fleck. So. Nein, ich mache schon was hin, aber mit Bleistift, dass man es wieder wegradieren kann. Ja, kriegst du einen Podcast. Ja, der nächste Podcast sollte nicht nur den Standard Pinguin haben, sondern genau das da. Das, ich denke auch, das sollte man das Logo machen. Genau. Da werden wir dann mit Gimp den 53er editieren. Okay. Ja, also wenn es nochmal montags aufzeichnet, dann bin ich wieder dabei. Ach so, beim Dienstag nicht, weil da normalerweise. Da habe ich leider keine Zeit. Kuchen backen, nee, das ist Sonntag. Ich bin ausgepodcastet. Habt ihr noch?
Ja, die Hinweise haben wir gegeben für das, was kommt. Schauen wir mal, was das wird. Ich habe noch zwei kleine Tech-Geschichten. Das eine ist schon ein paar Wochen alt, aber trotzdem, es gibt jetzt ein Ubuntu-Tablet von BQ. Das ist, glaube ich, die Firma, die auch ein Ubuntu-Handy hergestellt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also Buchstaben B und ein Que dran gehängt, also BQ.com. Zwei unterschiedliche Modelle, meiner Meinung nach sind sie ein bisschen ärmlich ausgestattet, also wenn es vielleicht gescheiter ausgestattet wären, hätte man es überlegt, die Preise sind nicht furchtbar, aber ich finde für das, was sie so da bieten, nicht aufregend. Das zweite ist ein Projekt, über das ich gestolpert bin, das nennt sich Maru OS. Die sind interviewt worden in einem englischen Podcast, oder eigentlich ist der interviewt worden, das ist eigentlich ein Ein-Personen-Projekt. Das ist ein Versuch, ein Betriebssystem zu entwickeln, auf dem Android und Debian vollständig läuft für Handys. Also dieser Convergence-Gedanke, dass man nur ein Gerät hat und je nachdem, wie man damit arbeiten will, verhält es sich anders, wird das so implementiert, dass an und für sich, also es ist implementiert, funktioniert bisher nur auf diesem Nexus 5. Wenn man es als Telefon vor sich hat und auftritt, dann ist es ein Android-Telefon. Wenn man es per HDMI anschließt an einen großen Monitor, dann erkennt das Gerät das. Bootet, was auch immer das in dem Zusammenhang heißt, ein Debian hoch, während man angeblich noch immer am Android-Telefon telefonieren kann und hat dann einen Debian-Desktop, auf dem man arbeiten kann, wenn man sich eben mit Geräten, also Tastatur und Maus, noch hinverbindet. Wie das wirklich im Detail funktioniert, habe ich weder aus dem Podcast rausgehört, noch aus der Webseite. Die habe ich mir ein bisschen jetzt angeschaut. Also schaut es euch an, vielleicht versteht ihr mehr. MaruOS.com ist die Seite. Es wird Open Source, hat er gesagt. Es ist noch nicht so weit, dass er sich, also er kann sich vor sich selber noch nicht schönreden, dass er es veröffentlicht. Es sind noch einige Hacks drinnen und so. Und er sagt, das ist auch eigentlich ein bisschen ein Lizenzproblem, weil er verwendet sehr viele Komponenten, die GPL sind und teilweise die andere Lizenzen sind. Er würde es ganz gerne unter MIT stellen. Er weiß nicht genau, ob er das jetzt so machen kann. Da muss er noch einiges klären an Lizenzgeschichten. Und dann will er es als Open Source veröffentlichen. Fand ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Interessant wäre, wenn der Monitor die Tastatur übernehmen könnte, also Stichwort CIC, dass man die Tastatur über den Fernseher an das Gerät weiterleiten könnte. Das wäre eine Möglichkeit. So ist es, glaube ich, also implementiert ist es jetzt, glaube ich, so, dass es mit Bluetooth funktioniert, also Bluetooth-Tastaturen und Mäuse. Okay, das ist und, sowieso möglich. Ja, und der Desktop ist ein XFCE-Desktop jetzt. Also es sind aber zwei getrennte Systeme, die nicht wirklich miteinander reden können, obwohl sie gleichzeitig laufen. Das ist irgendwie so, Container. Es gab ja schon früher, also ganz so frühes Hacks oder so, aber ganz einfach war man, wenn man sich ein AM Debian Image aufs Handy gepackt hat, das ging ja schon früher, und dann einfach mit ChangeRoot reinwechselt, aber da hat man halt denselben Kernel gehabt, man ist nur mit ChangeRoot drin gewesen, und dann, nachdem man halt nicht wirklich die Treibacht dort für X-Server hat, mit anstattdessen mit VNC quasi in das System rein verbinden können, und kann man da quasi auf Android an VNC-Client installiert und auf das VNC auf Local Host connected, und dann konnte ich da meinen Debian-Desktop benutzen, also meinen XFC-Desktop benutzen. Gibt's jetzt auch, das war schon vor 5 Jahren aktuell. Aber es war halt so Hack-Sender-XDA-Forum-Style, aber das würde mich interessieren, ob es irgendwie, da gab es jetzt keine Integration jetzt zwischen den Systemen oder irgendwelche. Er sagt, zurzeit gibt es auch keine Integration, also es sind auch zwei getrennte Dateisysteme. Und sie sind interviewt worden von den Linux Lovites, die ganz gern hören. Und der hat gesagt, er hat es auch auf seinem Nexus 5 installiert. Du musst eben wirklich ein komplett neues Image einspielen, also du verlierst dein bisheriges. Und es ist eben ein de facto Stock Android vom Look and Feel her am Telefon. Und er hat gesagt, es performt dann die Desktop-Variante besser als ein Raspberry, wobei der kennt nur den 2er, soweit ich weiß, aber es performt natürlich schlechter als ein Laptop-Gerät, ein üblicher, was bei der Handy-Hardware jetzt nicht weiter verblüffend ist. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht ganz, wie das so performen kann auf einer Telefon-Hardware, dass man damit brauchbar arbeiten kann. Das wundert mich noch. Also die Telefone heutzutage sind stärker als ein Raspberry Pi 3. Und es rennt noch ein Android im Hintergrund und es stört auch nicht. Haben die genug RAM? Ja, also es kommt jetzt ein Mobiltelefon mit 6 GB RAM raus. Gut, ja, aber was hat der Nexus 5? 2. Naja, ist auch nicht so schlecht. Ja, ich glaube 2. Ich weiß aber nicht, wie viel mein Ich habe zu Hause einen Nexus 5 mit einem Hardware-Schaden. Das
man muss es dauernd am Netzteil betreiben, sobald man es absteckt, rebootet es konstant. Ja. Das Flash und hilft nichts. Und das Display ist auch gebrochen. Also so aber es funktioniert, also ich habe es Display-Schutzfolie, das ist so mein so ein Entwicklerphone, das liegt bei mir rum. Aber das für die Zwecke eigentlich gerade ideal zum Beispiel. Ja, Maru ist drauf, haben einen Monitor dran und hast dann. Aber ich würde es mit dem vielleicht was erzählen. Ja. Man würde es interessieren. Weil eben, wenn du zwei Systeme hast, damals eben mit ChangeRoot, da hast du zumindest, wenn du Zugriff aufs Android hättest und Root-Recht hättest, würdest du ja Android-Security-Modell untergraben, weil das basiert ja auf Linux. Also mittlerweile nicht nur, aber damals ursprünglich auf User-Rechten. Also jede App hat einen eigenen Linux-User eigentlich und man möchte ja nicht, dass man dann da irgendwas untergräbt. Und gerade da wird dann die Kommunikation jetzt schwierig, wenn man irgendwas jetzt aufbricht. Denke ich mal. Ich überlege gerade, ich habe auf meinem Mobiltelefon schon etwas probiert, weil ich einen SSH-Server drauf haben wollte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Warum eigentlich? Aus der Ferne, wenn das Telefon reinigt. Weil man es kann. Ja, genau. Ja, genau. Wie genau. Und da habe ich auch irgendein, es ist sogar im Play Store drin, alles mögliche, da gibt es jede Menge von diesen Umgebungen, die man sich nachinstallieren kann. Ich musste mir mehrere Pakete installieren, einmal die Software selbst plus das Debian Image, das war ein eigenes Paket, man konnte sich auch ein anderes noch aussuchen. Es gab auch noch zwei verschiedene mindestens, einmal mit und einmal ohne X-Programmen und die liefen dann alle drauf. Mit ohne X1? Ja. Nee, nicht man konnte es aber Dennis, du weißt, über alles, was du jetzt redest, musst du selber Shownotes machen. Die ja. Was, sind wir schon so weit? Ja. Wir sind schon in Stunde 4? Mindestens. Na, ich habe vorhin geschaut, da standen wir bei 1 Stunde 52 Minuten. Zudem ist der Akku vorher leer. Der Akku ist nämlich ziemlich schwach. Nee. 2 Stunden, 4 Minuten, 30. Ja, der Akku ist vorher leer. Shownotes hast du. Ich dachte, ich bin für die 40 Stunden zuständig. Anna ist nicht da. Na gut, es war schön heute. Also Shownotes. Johnny, hast du nicht noch ein paar Themen? Dienstag. Der Dennis schreibt ja eigentlich. Ich muss auf der Liste stehen. O'Reilly hast du. Ah, genau. Also hier so Fun-Dings. Das ist cool. Man kennt ja diese O'Reilly-Bücher. Ich habe von Wim habe ich eins zu Hause letztens gesehen. Ich habe es aber noch nicht ganz gelesen. Aber man kennt ja diese Idee mit den Tier und den Farben. Und da gibt es jetzt einen O'Reilly-Cover-Generator, wo man quasi sich so selber Themen zusammenklicken kann und das Cover-Tier aussuchen kann. Und da gibt es mittlerweile auf Twitter, Reddit und total coole Sammlungen von so Spaßtiteln, also da habe ich verlinkt. Also O'Reilly-Bücher, die es nicht wirklich gibt, aber die so professionelle O'Reilly-Bücher. Also ein Titel war, glaube ich, so Sicherheit, was soll der Scheiß? Professionelle Prokrastination. Und es ist wesentlich, es ist immer auch ein Tier drauf und beim Prokrastinieren ist es ein Faultier, das auf einen Baum hängt. Also perfekt. Also O'Reilly ist ein Buchverlag, oder? Do it yourself, you porn. Das ist O'Reilly ist quasi diese Verballhorn. Wie schreibt man die O'Reilly? O'Apostroph-R-E-I-L-Y. Ich weiß nicht, ob ein oder zwei. Das sieht sich fast so wie der Flughafen in Paris. Dort, wo noch Windows 3.11 läuft. Ja, genau. Ja, der Flugzeug läuft noch aus Interesse. Gibt es auch ein paar Twitter-Accounts, die nur solche Titel und Bilder von Büchern posten. Das sind herrliche Geschichten dabei. Bitte in die Show. Ja. Wir brauchen einen Bierdocher. Ist ja nicht deine Stunde. Ich mach die erste. Ja. Eben. Wenn du kannst du eben selber dieses... Also kann man sich selber auf den Gitter-Generator wollte ich. Der Generator, da kannst du selber... Bitte, tust du uns den auch schicken. Wir brauchen eben einen Bierdocher. Haben wir in den Links... Haben wir eh schon drin. Yeah, ich habe heute noch was zum Spielen. Professional Podcasting Guide, ja? Ich weiß nicht, ob es so ein riesiges Ding ist, aber am Freitagabend in Graz gibt es einen Tag der offenen Nacht. Nein, Quatsch. Eine lange Nacht. dieses Bier macht mich fertig. Einen Abend der offenen Tür. Beim Realraum Hackerspace. Ah, ja. Also falls es noch jemand rechtzeitig hört, bitte kommt da mal hin, wenn es dir da schon nicht... Und du wirst dort partyen. Mate trinken. Ja. Was auch immer. Offene Tür. Fällt mir dein, war jemand zufällig am Wochenende bei der langen Nacht davor? Ja, ich war dort. Ich habe so, ich
Ich war nämlich nicht so absolut gelesen. Naja, also zum einen, ich war einmal am Heldenplatz. Die hatten dort, vielleicht mal direkt mit dem wichtigsten anfangen, Essen. Kuchen? Kuchen. Das hat mich nicht interessiert. Ich weiß nicht, ob es Kuchen gab, ich glaube aber nicht. Jedenfalls gab es dort insgesamt drei Fressbuden sozusagen. Einmal eine Fressbude, die ziemlich klassisch war. Aber was mich verwundert hat, waren die zwei anderen. Das waren sozusagen Start-ups. So kamen die mir vor. Das schon okay, aber magst du nicht sagen, warum die Leute sich am Heldenplatz getroffen haben? Ach, das ist doch Forschung. Naja, glaube, nach der Forschung. Es gibt überall Forschung. In die, ja. Es gab gesagt, hunderte Standorte innerhalb der Stadt, aber was... Es hat über eine Herz-OP live zum Zuschauen gehen. In der Med-Uni. Hat man jedenfalls meine Mitbewohner erzählt. Ich war vor Jahren auf der Med-Uni beim eben so einem Abend, da haben sie einen Patienten ohne Herzschlag halt gezeigt. Ich meine, der hat ein bisschen Leiter, weil jeder ist hin und beim Puls gefüllt. Der hat ein künstliches Herz gehabt, das hat nicht pulst, sondern konstant pumpt. Dann hat er keinen Puls. Twinged. Und der war halt dort so Teil des... Das hat jeder auch gemacht. Der hat sich noch einmal so ein Krankenbett gewesen, aber eben so als künstliches Herz, hat man das Modell gesehen. Die konnte sich halt nicht wehren. Der Titelveranstaltung Ask a Zombie. Der Mann mit Puls. Selfie mit Zombie. Genau. Aber so Dinge, damals war das auch mit 3D Ultraschall, also ich kannte Ultraschall, ich habe jetzt nur diese Dinge, wo man nichts erkennt drauf, außer der Arzt und der Tod, das ist das. Und so haben sie so gezeigt, halt so noch Live-Folge für so 3D-Ultraschall, wo du wirklich dreidimensional das Baby da siehst im Bauch und so, also voll, so wie man es, also wirklich erkennbar in Farbe und so. Ich glaube, es war irgendwie eingefärbt, oder? Aber jetzt, wie gesagt, diesmal war ich leider nicht da und habe das dann, ja. Ja, also... Aber wir waren beim Heldenplatz. Richtig. Das waren drei junge Damen, die so richtig... Von seinem Foodstarter. Ja, genau, richtig. Weil ich fand das wirklich schon eins der beeindruckendsteren Sachen. Und normalerweise interessieren die mich eigentlich am wenigsten. Die jungen Damen. Nein, diese Fressbuden. Die hatten einfach Rätseln und man merkte, dass sie ein Startup sind und sich total geplant haben. Und der zweite, die hatten Burritos und Fritz Cola. Und Fritz Limo hatten sie auch. Und solche Hipster-Getränke. ich fand das interessant, dass sie es mal wirklich solche... Brezeln und Burritos. War was drauf auf den Brezeln? Oder? Ja, man konnte Sachen hatten. Es gab Chili-Brezeln, es gab eine mit Schinken, eine mit Salami. Und die war schon eingebaut in die Brezel? Oder haben nee, so das war extra. Also es war das anbelangt, waren das eigentlich normale Brezeln, nur es war interessant, was sie noch damit gemacht haben. Also, dass sie noch Salamischeiben oder Schinkenscheiben daneben gelegen haben, dass du es selber sozusagen zusammenstellen konntest, aufschneiden und was dazwischen legen. Jetzt kannst du schon machen. Aufgeschnitten, oder? Nee, musstest du auch noch selber machen. Do it yourself Brezel. Ja. Aber zumindest, es war mal etwas Interessantes. Und die Brezeln waren gar nicht schlecht. So, ja. Jetzt zum eigentlichen Heldenplatz war sozusagen der Hauptanlaufpunkt überhaupt hier in Wien. Es war überhaupt ganz österreichweit, fand das statt. Und der Heldenplatz war eigentlich Hauptanlaufpunkt. Da waren sehr viele, da waren auch solche richtig altgesessene Unternehmen, die in der Forschung tätig sind, wie AVL oder das Mendel-Institut. Und die TU Wien. Das Mendel-Institut hatte was mit Pilzen und Mais. Da konnte man dann selber den Mais mit einem Pilz infizieren und den Mais dann mit nach Hause nehmen. Und sie hatten da schon welche stehen. Ja, woran die forschen ist, diesen Pilz irgendwie zu neutralisieren. Hellen auf der Welt! Crowdfunding. Ich frage mich gerade, wie viele Leute mittlerweile schon wieder im Krankenhaus gelandet sind. Also, ich habe diesen Mais gegessen und dann habe ich diese neuen Farben gesehen. Und den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber schön bunt. Okay, ich komme dazu auch noch zu was ähnlichem Thema. Aber auf jeden Fall, erstens, dieser Pilz ist nicht tödlich für den Mais. Ja, genau. Gott sei Dank ist der Mais dabei nicht gestorben. Allerdings, dieser Pilz verursacht Tumore in dem Mais. Im Mais. Im Mais, ja. In den Blättern und im Mais selbst auch. Das haben sie zwar nicht erzählt, aber ich wusste schon vorher davon. Und jetzt kommt es. Ich will auch eine Tüte radioaktives Popcorn. Ich meine, Wendungen. Und jetzt kommt es.
die Mexikaner lieben diesen Mais, wenn der von diesem Pilz befallen ist. Für die Schwiegermutter? Oder? Nein, die essen den selbst. Ja, Schwiegermutter essen die ja auch. Ne? Ja, wenn man Italiener glaubt, essen auch genau. So Käse mit Würmern drin und so. Gut, das ist wieder eine andere Liga. Also auf jeden Fall, ja, also es gibt da anscheinend sogar einen Markt in Mexiko. Und nun kapiert man, warum sie das mögen? Einfach, weil wie man die Killer mit Wurm drinnen trinkt, einfach weil es grauslich ist? Oder? Ich hätte also, anscheinend so schmeckt wie... Das vermutet man, traust dich nie. Aber genau. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie jemand, der Limburger isst. Oder wie heißt die österreichische Variante? Quagel, ja. Nee, das ja. Ist auch deutsch. Ich meine jetzt diesen Streichkäse. Aus Linz oder so? Nee. Quagenstreichkäse, wisst ihr nicht? Ich hätte auch gemeint, Quagen ist das Schlimmste. Auch ab und zu Leute. Na, das war's nicht. Dieser mit Kümmel drin, dieser Streichkäse, dieser typisch. Na, ja, das war's auch nicht. Das muss ein anderes Land sein. Nee, österreichisch. Wir schauen gerade alle recht blöd. Ist Oberste? Na, Oberste ist doch eigentlich bayerisch. Lindauer. Nein, das ist ja nochmal was ob's anderes. Ob es Schlierzer heißt und ob das nicht was Kärntnerisches ist. Es ist auf jeden Fall so ein ganz leicht transparenter Käse, nicht, also ähnlich wie der Quagel. Und da ist Kümmel mit drin und das ist ein Streichkäse. Im Gegensatz zum Quagel nimmt man eher schon. Worauf willst du jetzt hinaus? Du warst bei schimmeligen Popcorn. Ja, ich würde sagen, nicht schimmelig, Pilzinfektion mit Tumoren. Und so ist es im Prinzip die Bürgerschaft diesem Mais. Und dann gibt es diesen verdorbenen Fischer, den manche essen. Ne? Also. Ja, das Schlimmste überhaupt muss ja sein, dieser Haifisch in Island. Ja. Ja, meine Freundin hat den probiert und die fand ihn ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Also man kann ja vieles probieren, aber der muss wohl ganz, ganz schlimm sein. Ja, jedenfalls, das war einmal. Die TU hatte irgendwas mit dem Mars und ich habe so gewitzelt, weil die Leute wurden so mit angekettet überall und anscheinend sind die irgendwie gesprungen. Da standen so viele Menschen drumherum, dass ich da nichts sehen konnte. Aber man konnte sehen, wie die da verkabelt worden sind, ganz viele und irgendwie wohl rumhüpfen konnten. Ich habe schon gescherzt, ja, wahrscheinlich werden die nur verkabelt, weil unten drunter ein Wurmloch zum Mars ist und damit sie ihn wieder zurückholen können. Also ich weiß nicht genau, was sie da hatten, aber auf jeden Fall hat das was mit Mars zu tun gehabt. Und ja, da war sehr, sehr, sehr viel los. Es gab dann noch einen Stand von Safer Internet, das ist eher was für Kinder, damit die nicht ihre Bilder im Internet veröffentlichen und solche Sachen. Ja, das war alles am Heldenplatz. Das war alles am Heldenplatz. Also gab es, glaube ich, am Heldenplatz allein schon 100 Aussteller oder sowas. Wir sind dann aber an Prater gefahren. Und dort gab es angeblich an diesem Abend sogar eine Drogenrazzia, davon haben wir nichts mitbekommen. Und wir waren dort im Planetarium. Ja, was ist denn das? Sieht aus wie Mais. Wir hatten dann nämlich mit dem Planetarium. Wir hatten dort auch, da konnte man halt auch rein und es waren schöne Vorträge. Einmal über das Horoskop und zwar wirklich informativ. Die haben anfangs das Horoskop, woher das kommt, wie das entstanden ist, wirklich geschichtlich aufarbeitet und wie es funktioniert. Sie haben wirklich das Horoskop erklärt, wie es aufgebaut ist und die Funktionen, also dass selbst ein Astrologe neidisch werden könnte. Oder beziehungsweise dann irgendwas sagen könnte. Und ich habe mir so gedacht, also hallo, was haben die da gegessen, dass sie jetzt über Astrologie reden? Notiertes Popcorn. Auf jeden Fall, sie haben es halt nicht in irgendeiner Weise bewertet, nicht schlecht gemacht, nicht positiv geredet, gar nichts, sondern einfach nur erklärt, was die Menschen damals geglaubt haben und aus deren Perspektive. Das ging, Kopernikus hat ja auch noch an den Horoskop sozusagen geglaubt, aber da gab es den ersten... Kepler wurde nicht bezahlt dafür, dass er Horoskop gemacht. Ja, Kepler, ja genau, der Papst ursprünglich vor der Jahrtausendwende, die haben das Horoskop verteufelt und dann um die Jahrtausendwende ging es daraufhin dazu, dass die Päpste selber versucht haben, Leute anzustellen, die einem das Horoskop, also die Zukunft voraussagen. Und dass eben bei Kepler, Galileo und
Kopernikus dann ein leichter Bruch entstand, dass zum einen die Wissenschaft, also die Astronomie entstanden ist und das Horoskop geblieben ist. Und die, das hat sich dann mehr Richtung Wirtschaftskammer entwickelt. Genau. Wo es eine Vertretung gibt für die Astrologen. Ja. Also die Horoskope, die sind immer komplizierter geworden und die Wissenschaftler haben alles vereinfacht. Vereinfachung ist das Prinzip der Wissenschaft, während die Astrologie versucht, alles zu verkomplizieren, damit es noch in einem alten Weltbild Platz hat. Also die glauben immer noch mit Sonne, Jupiter und so weiter, dass die dort herumwandeln und Schleifen ziehen und so weiter. Ich glaube eher, dass das mit dem Konkurrenzschutz zu tun hat. Mit dem was? Mit dem Konkurrenzschutz. Wenn du jetzt dein Geld verdienst, dass du anderen die Zukunft vorhersagst, magst du nicht, dass die Regeln auf so ein kleines Blattel von der Jana passen, wo sich das ja selber machen kann. Das kann sein, ne? Dann magst du, dass das sehr kompliziert ist und dass das... Das muss bei Gods compatible sein, so wie Windows. Ja, ja, richtig. Ja, jedenfalls war das eine schöne Erklärung und zum Schluss haben sie es eigentlich auch zum Teil mit, die Wissenschaft halt auch ein bisschen erklärend beschrieben, dass sie gesagt haben, vieles weiß die Wissenschaft noch nicht, aber sie versucht es herauszufinden. Mhm. Es gibt Dinge, woran die Wissenschaft derzeit nur glaubt, aber sie möchten es beweisen, während beim Horoskop heißt es halt glauben oder nicht glauben, aber Wissen geht da gar nicht mehr eigentlich. Und sie meinten auch in dem Video, also im Prinzip war das ein Video, oh Gott, ich habe das Planetarium hier vergessen zu erklären. Planetarium. Okay, komme ich gleich. Jedenfalls gegen Ende haben sie, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Kein Problem bei den Shownotes. Wenn du... Das ist eigentlich dumm. Genau, ich genieße das eigentlich so. Heute hat Horst das Thema besser leiden. Lassen Dennis leiden. Bei den Shownotes. Dennis leidet ja dann in seine eigenen Shownotes. Ja, jedenfalls, was ein Planetarium ist. Im Prinzip ist das eine 180-Grad-Kuppel. Man sitzt unten im Kreis. Halbkuppel. Ja, eine Halbkuppel. Aber 360 Grad hat sie schon, wenn man einmal umgeht. Eine Halbkuppel. Eine Halbkuppel, aber mit 360 Grad. Also, ich muss mich jetzt schon ein bisschen einmischen, nachdem ich dort einmal gearbeitet habe. Und Mathematik auch mich studiert habe. Okay, jetzt kommt das Richtige. Also es ist eine Halbkugel und daher ist der richtige Raumwinkel Pi. Also sag ich doch, 180 Grad. Nein. Nein. Ja, es ist nur eine andere... Nein, ist es nicht. Raumwinkel. Ja, ja. Aber mach weiter. Ja, Raumwinkel. Oh, passt schon. Ja. Ist okay. Ja. Okay. Um es kurz zu machen, eine Halbkuppel und du siehst, da ist eine Lichtwerfmaschine, die tut Lichtpunkte an. Da wollte ich drauf hinaus. Auf jeden Fall, sie haben einmal einen Projektor, damit sie sozusagen Video überall hin projizieren konnten. Sie konnten die ganze Kuppel Videos hin projizieren, wie sie es halt... Ja, das stimmt. Er reicht nicht überall hin? Doch, sie haben überall hin erreicht. Er wird gekippt, er reicht nicht überall hin. Es ist einfach ein Full-HD-Beamer, der gekippt wird, der von einer Achse auf zwei Achsen ist und gekippt wird. Was ganz Hübsches an dem Beamer, damit er brillant ist, ist es ein Laserbeamer. Mhm. Also was man dort in der Kuppel sieht, ist wirklich nur die letzte optische Einheit. Der eigentliche Beamer steht im Keller, hat ungefähr die Größe von dem Tisch hier nur doppelt so hoch und macht dann Krach wie eine Höllenmaschine wegen der Kühlung von dem ganzen Ding. Und da unten sind dann die Laser, die sozusagen auch ordentlich die Energie verbraten und das wird dann über optische Leiter rauf transferiert in die Kuppel und dann auf die Kuppel projiziert. Aber es ist einfach ein Full-HD-Beamer, der ungefähr 5%, würde ich sagen, von der Fläche schafft und dann halt kippt. Ja. Ja, also könnte er überall. Okay, nicht überall gleichzeitig. Nein, der Projekt ist im Weg. Ja, aber interessant ist eben in der Mitte dieses Ding, was die Sterne projiziert. Das sind ja einzelne Lichtpunkte, die das projizieren kann. Und zwar wirklich nur... Podcast genau zu dem Thema. Achso, hatte die Planetarium? Weiß nicht. Oder habe ich das... Müsste vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, da gibt's ja Chaos Radio. Moment, du hast doch nicht alle zugehört. Doch, er hat alle gehört. Doch, ich habe alle gehört. Dann müsstest du doch das wissen. 253 Ausgaben. Ja. Nein, die letzten... Nur Chuck Norris hat sie alle zweimal gehört. Aber ich kann mich halt nicht an alle erinnern.
Ja, auf jeden Fall, das Planetarium hat dich fasziniert? Ja, wieder. Also es ist schon das zweite Mal, dass ich drin war. Einmal war es lange nach der Museen. Und Sie haben sich jetzt nicht per se lustig gemacht über Astrologie? Nein, überhaupt nicht. Sie haben es ernst genommen und einfach nur gesagt, Glauben ist halt hier die Frage und nicht Wissen. Und man konnte sitzen bleiben und wir haben das gemacht und haben den zweiten Vortrag, auch noch gehört. Das war aber dann ein Vortrag, das war kein Video. Moment, es war schon ein Video, aber er hat live gesprochen. Okay. Und dann gab es noch einen Vortrag über die Geschichte der Raumfahrt. Mhm. Die Geschichte der Astronomie bis zur Raumfahrt, auch mit der Mondlandung und so weiter und so fort und welche Planeten es gibt und die Entfernungen, dass man da das ist sozusagen naturwissenschaftliche Unterhaltung. Ja, gibt. Genau. Oder genau, welche Planeten es noch gibt. Oder Galaxien. Kann. Oder nicht mehr gibt. Ne? Ja, genau, das hatten sie auch, welche es nicht mehr gibt. Und zwar nicht nur im Sinne von Pluto, sondern welche, die explodiert sind, also eine Supernova. Ich meine, Pluto gibt es ja noch, aber nur... Es ist kein Planet mehr. Es gibt ja so viele andere, die genau in derselben Klasse wären, hätten entweder hunderte Planeten oder müssten einfach die Grenze woanders setzen. Aber Pluto ist genauso da wie sonst. Also wie er vor 10 Jahren noch war. Wenigstens. Ein paar Millionen. Er ist verschwunden und dann haben sie mir Pluto genommen. Ich finde das irgendwie so. Vorletztes Jahr in Berlin gab es eine Veranstaltung, die hieß Als Planet noch, als Pluto noch ein Planet war. Ja. Und dann ein solches abgekürzt auch noch. When Pluto was a planet, also W things there. Astronomen haben jetzt irgendwie weit geguckt. Und haben irgendwelche Anomalien, irgendwas. Und das scheint so zu sein, dass es noch einen weiteren Planeten gibt, den man bei bisher uns noch nicht sieht. Man sieht sozusagen. Da muss irgendwas. Rupert heißen. Einmal, genau. Dann wieder noch eine Anspielung. Genau, aber es scheint da draußen was zu sein. Man muss es nicht erstmal noch finden. Aber das ist deswegen auch ein Problem, weil es so weit rausgeht. Also diese Bahn von diesem Planeten scheint so auf. Weiß nicht, 10.000 Jahre oder so zu gehen. Mhm. Also eine Umrundung. Ja, also deswegen ist das weit draußen. Aber ich bin gespannt, ob wir den noch sehen werden und welchen Namen er dann bekommt, eben Rupert vielleicht. Genau, und wie der dann aussieht. Natürlich wird man was rausschicken und das wird dann irgendwie 1.000 Jahre unterwegs sein, bis wir die Bilder sehen. Aber spannend, da draußen scheint noch was um die Erde sich zu drehen. Um die Erde. Wir haben Helio. Können wir das mal ganz kurz zurückdrehen? Das ist jetzt aber nur kleine Ungenauigkeit bei den Entfernungen. Ich schiebe das auf das Bier. Ja, stimmt, bei der Entfernung ist das wieder wurscht. Das ist voll wurscht. Ja. Sven kommt extra zum Facepalmen von Berlin. Aber wenn vielleicht noch wer was zum Pluto rausfinden könnte, warum der so aussieht, wie er aussieht, das wissen wir zurzeit auch nicht wirklich. Warum er nicht aussieht wie ein Hund oder was? Warum er relativ glatt ist und einen relativ hohen Reflexionskoeffizienten hat, das wissen wir eigentlich nicht wirklich. Der passt in keinerlei Schema. Da ist jetzt der Sonne relativ knapp vorbeigefahren. Die hat jetzt andere Kometen mögen ihn nicht. Mhm. Und dass man den Mond, der ja auch ziemlich groß ist vom Pluto, dass die wirklich schon fast um, dass beide um sich selbst kreisen. So man gemeinsam Sterben. Ja, das weil der Mond so sehr, sehr groß ist. Liebe Leute, setzen wir das Gespräch vielleicht fort, ohne aufzunehmen. Das ich habe noch einen Ausflugstipp. Bitte schön. Ein weiteres Planetarium, nachdem ich das Wiener Planetarium dafür kritisiert habe, dass es nicht Full-Dome-Video hat, also das wäre ein Videoprojekt, der permanent die ganze Halbkugel bestrahlen kann. Es gibt in Österreich ein Planetarium, das hat Full-Dome-Video. In einer Stadt, in der sich die meisten Leute von uns wahrscheinlich noch gar nicht aufgehalten haben, das ist Judenburg. Das ist eine kleine Stadt in der Steiermark. Das hat als Attraktion in einem Kirchturm eingebaut oder einem Stadtturm eingebaut ein kleines Planetarium, so für 30 bis 35 Leute, mit Full-Dome-Video. Das ist eine ziemlich hohe Immersion, wenn man da drinnen sitzt und das eben erlebt. Ja, genau. Jetzt hätten wir gerne ein Foto vom Sven von dem Eindruck, weil den hat man da, wenn man das Video anschaut. Also das ist ein Ausflug auf jeden Fall wert, wenn man so in der Gegend ist oder so. Die haben ganz nette Geschichten auch. Mhm. Unser junges Team auch, recht engagiertes Team. Also wir haben damals zu Planetariumszeit mit denen ein bisschen zusammengearbeitet
Und das war recht nett. Die haben gerade erst angefangen, wo ich dort aufgehört habe. Mhm. Das war sehr nett. Mhm. Cool. Wir müssen leider aufhören, die Jana hat kaum noch einen Platz. Kein Platz mehr. Oh, eine Katastrophe. Haben wir die dritte Stunde voll? Zweieinhalb Stunden haben wir jetzt. Weiß jemand, wie man das Ding jetzt abschaltet? Ja. Da gibt es einen Knopf, aber also zuerst verabschieden wir uns von unseren Hörern. Ja. Also, ja. Also, Pfiat-Denk, weil wir schon gestern gesagt haben am Anfang. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle klar, war.